Hallo an alle da draußen. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit, ich war ja jetzt ungefähr 6 Wochen hier überhaupt nicht mehr online, und ich habe mir in diesen 6 Wochen einen RFID-Chip eingepflanzt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man die Narbe noch sehen kann, es ist hier in dem Bereich. Man fühlt das auch ein kleines bisschen, dieser Chip ist so, man fühlt diesen Chip ein bisschen, aber es war sehr schmerzfrei. Also das war wirklich ganz einfach, dieser Chip wurde eingepflanzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mehr Bedenken, aber der Chip ist jetzt drin. Ich habe jetzt diesen Chip endlich eingepflanzt, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Ausweis, Scheiß, brauche ich nicht mehr. Was haben wir hier noch? Also die haben mir gesagt, das wird jetzt alles auf diesem Chip gespeichert, in dieser Hand. Und hier zum Beispiel mein Führerschein brauche ich auch nicht mehr. Was haben wir noch? Hier meine Bankkarte, Bankaccountkarte brauche ich auch überhaupt nicht mehr. Was haben wir noch? Kreditkarten brauche ich nicht, auf gar keinen Fall. Das ist alles jetzt in dem Chip drin. Ich brauche da wirklich nichts mehr zu machen. Ich brauche kein Portemonnaie mehr mitnehmen, alles brauche ich nicht mehr. Apropos, hier Handy brauche ich auch nicht mehr. Alles in dem Chip, es ist völlig geil. Mit dem kleinen Finger kann ich leiser machen, mit dem großen, Ringfinger kann ich es lauter machen, ist völlig geil. Und mit dem Finger kann ich wirklich alles steuern, alles, es ist völlig Hammer. Was haben wir hier noch? Krankenkassenkarte, alle meine Krankendaten sind jetzt auf meinem Chip, völlig geil. Hammer, was haben wir noch? Versicherungskarten, alles auf dem Chip. Hey, ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht mehr. Super. Und was der größte Hammer ist, Leute, das ist das Geilste. Bargeld, brauche ich nicht mehr. Es ist der Hammer. Ist doch nicht geil, das kann alles jetzt damit gemacht werden. Mit dem Chip. Echt genial. Ja, nee, wirklich, Leute, es ist kein Scherz. Ich habe das wirklich gemacht. Ich habe mich in den 6 Wochen nachgedacht. Ich denke so, Mensch, wie war das denn noch? 3 Jahre Friedensarbeit, hast dagegen gekämpft, hat nichts gebracht. In Schweden lassen sich mittlerweile Leute das einpflanzen. Ich habe gedacht, ey, ich mache das auch mal. Ist doch Hammer, oder? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Habt ihr damit jetzt ein Problem? Nein, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das super. Du gehst an die Kasse, du gehst mit der Hand vorbei, du brauchst da überhaupt nicht mehr in der Handtasche rumkramen. Frauen kennen das, Handtaschen der Frauen haben ja unendliche Tiefen, egal wie groß sie sind. Und ich melde mich mal zurück und wollte euch das Neueste darüber berichten. Der RFID-Chip ist in mir eingepflanzt. Ich find's geil. Ihr nicht? Wie? Ihr nicht? Warum eigentlich nicht? Warum findet ihr das nicht toll? Ach so, Abhängigkeit. Man ist jetzt abhängig. Ah, ganz was Neues. Das habe ich damals auf Facebook auch gelesen. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren habe ich das auf Facebook auch gelesen. Da gibt es Leute, die haben die ganze Zeit gepostet, Bargeld und dies und das. Das war 2017, wisst ihr noch? 2016, 2017. Ja, und da haben wir doch gepostet, wisst ihr noch damals, Kinder, sind wir bescheuert gewesen, ist doch viel geiler ohne Bargeld, oder? Ist doch viel geiler. Da haben wir eine Abrechnung bekommen, ist doch genial, da sehen wir jetzt richtig, aha, da haben wir jetzt da und da gekauft, und vor allen Dingen das Geile ist, beim Arzt müssen wir nicht mehr quatschen, was wir hatten, was für Medikamente wir nehmen, nix, hier diese scheiß Karte brauchen wir nicht mehr, der Arzt weiß sofort Bescheid. Du gehst in die Praxis rein, da macht es einmal ganz kurz Piep, ich habe das einmal schon ausprobiert jetzt, ist der Hammer. Ich komme beim Arzt rein und dann sagt er doch tatsächlich, so Frau Hüßmann, alles klar, ich weiß, aha, das letzte Mal waren Sie wegen Kopfschmerzen hier. Ah, völlig geil. Brauchst du nicht mal quatschen? Ist doch cool, oder? Leute, ich weiß gar nicht. 2017, wisst ihr, wir haben uns so aufgeregt über diesen Chip und den Bargeldverkehr, dass der nicht mehr da ist. Seht ihr das auch anders? Ja? Verdammt, warum tut ihr nichts? Warum? Ich war 6 Wochen hier jetzt nicht mehr online. 6 Wochen. In diesen 6 Wochen habe ich gedacht, könnte sich ja mal was verändert haben hier. Nein, natürlich nicht. Es haben alle genauso weiter gepostet. Völlig geil, völlig der Hammer. Wir haben 9/11 auch wieder im Programm. Dann hatten wir auch das Glücksprinzip-Video. Ne? Das kennen ja jetzt mittlerweile auch so ein paar Leute von euch. Das ist auch mal wieder durch die Runde gegangen.
gepaart mit ein paar Fake News. Sehr geil. Diese Fake News, die waren, sind auch echt super. Und manche von euch wundern sich ja, warum mittlerweile Gesetze geschaffen werden. Und natürlich sind die Regierungen schuld. Aber vielleicht denkt jeder auch mal für sich, bei sich selber nach, nicht wahr? Denn diese Fake News, die sind ja irgendwo hergekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Video, manche werden mich wieder dafür hassen, manche werden mich dafür lieben. Ich bin immer sehr polarisierend. Ich sag euch jetzt mal was. Ich mache jetzt mal eine kurze Bestandsaufnahme aus meiner persönlichen Sicht von der Szene, in der ich mich hier auf Facebook bewege und auch bei den Menschen, die ich persönlich draußen kennengelernt habe. Also, ihr werdet mich entweder hassen oder lieben, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so unabhängig und ich werde hier frei weiter sprechen. Und ich bin eine der wenigen, die es sich wirklich traut, die Wahrheit oder die ehrlichen Gedanken, die ehrlichen Gedankengänge auch durch diesen Mund zu transportieren. Die meisten von euch da draußen sind zu feige. Sie können es nicht aufgrund von irgendwelchen Verpflichtungen. Ich werde das jetzt machen. Und zwar mache ich mal eine kurze Bestandsaufnahme hier von dieser Friedensszene, von dieser Aktivistenszene, die wir hier im Netz versammelt haben. Ich habe viele von den Menschen auch kennengelernt. Insofern kann ich mir auch ein Urteil darüber erlauben. Es ist so, wir sind hier eine Menge Leute. Wir sind eine ganze, ganze große Menge Leute. Wir sind hier eine relativ große Echoblase. Ich gehöre mit zu den Entertainern hier. Ich bin eine der Entertainerinnen. Wir haben hier ungefähr, ich glaube, 5, 6 Entertainer in dieser Echoblase, die euch hier regelmäßig mit amüsieren und euch entertainen. Und es ist halt so, dass wir zum Beispiel auch nicht mehr rauskommen hier. Wir können nur noch extreme Sachen machen. Wir sind dazu verpflichtet, in einen Narzissmus hier überzugehen. Manche haben sich gewundert, warum sich von manchen Menschen die Videos hier verändert haben. Das liegt ganz einfach daran, wenn wir nichts Aufregendes mehr machen, schaltet Facebook oder ihr, das ist die Frage jetzt, diese Videos nicht weiter. Wir kommen einfach nicht mehr raus. Unsere Reichweiten sind einfach dadurch immer weiter und geringer geworden. Facebook quasi zwingt uns mit extremeren Videos dazu. Und früher ist es auch so gewesen, dass diese Videos, die wir rausgegeben haben, innerhalb von Minuten wirklich geliked wurden oder irgendwas. Es ist wirklich Aktion getreten, es wurde kommentiert. Heute passiert gar nichts mehr. Und nach einer halben Stunde ungefähr werden diese Videos meistens erst freigegeben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, was Avanto im Hintergrund macht mit unseren Videos. Ich kann euch nur davon erzählen, ich habe eine Facebook-Seite, lastonpeople.com, hier auf Facebook. Und ich wurde dazu am Ende wirklich gezwungen, ich kann das nicht anders sagen, um überhaupt rauszukommen. Ich bin mit meinen Posts nicht mehr rausgekommen. Ich habe dann am Ende mit 5 Euro die Posts bewerben müssen. Nur mal dazu, das ist eine Struktur in Facebook, die sich hier in den letzten 3 Jahren sehr verändert hat. Aber nicht nur die Struktur in Facebook hat sich sehr verändert, auch draußen in der Gesellschaft hat sich sehr viel verändert. Das haben viele von euch sicherlich mitgekriegt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin auch mittlerweile, ja, ich will nicht sagen kraftlos, aber ich bin müde dieser Arbeit. Ich bin müde dieser Arbeit. Ich habe hier sehr viel geleistet und es gibt, und viele von euch wissen das, hier sind ein paar Leute im Netz, die wirklich voller Egomanie durchs Netz jagen und sehr viel in dieser Friedensszene kaputt gemacht haben. Und ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten, die heucheln, die auch nie geheuchelt haben. Ich habe oft den Mund auch gehalten. Für manche, die wissen, dass ich sehr viel Klartext rede in meinen Videos. Ich muss euch ganz ehrlich was sagen. Es gibt ein paar Egomanen, die kann ich auch beim Namen hier nennen, die ich persönlich finde, die diese Friedensszene enorm gestört haben und auch viel kaputt gemacht haben bei vielen Menschen. Es sind viele Menschen davon gegangen, es hat viele Menschen rausgetrieben und ich finde das persönlich sehr schade. Ich gehöre mittlerweile auch zu denjenigen, wo ich wirklich sage, ich überlege, ich habe die letzten 6 Wochen überlegt, ob ich hier weitermache. Auch bis jetzt bin ich mir noch nicht sicher. Ich möchte mal ein paar Namen nennen und da fangen wir doch mal an bei Herrn Lars Meerholz. Den möchte ich ganz kurz mal hier reinwerfen. Dann haben wir Ove Schattauer, dann haben wir Ken Jebsen, dann haben wir Christoph Hörstel und es gibt sicherlich noch diverse andere. Ich weiß, dass ich hier vielleicht jetzt etwas zu direkt bin für manche, aber viele meiner Zuschauer oder Zuhörer
mögen das an mir. Ich sage meine persönliche Meinung, die muss nicht stimmen, aber ich sage euch jetzt mal was. Ich bin hier drei Jahre jetzt drin. Ich bin nach Deutschland gereist, ich habe viel gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt, ich habe viele Menschen getroffen, unter anderem auch die besagten Menschen, die ich gerade erwähnt habe, bis auf Christoph Hörstel. Mit Herrn Hörstel hatte ich nur eine kurze Auseinandersetzung hier gehabt, weil ich ihn auf der Willerberg-Demo ausladen musste, leider, weil er einer Partei angehört oder besser gesagt sogar der Vorsitz der Partei ist. Und ich gesagt habe, auf unserer Demo kommen keine Parteien. So, ich bin eine der wenigen, die hier sehr, sehr unabhängig agieren. Ich habe keinerlei finanzielle Vorteile hier in diesem Netz und werde auch in keinster Weise finanziell unterstützt, wie so manch andere. Noch dazu kommt, ich bin eine Frau und ich habe noch ganz andere Erlebnisse hier. Diese Herrschaften, die ich gerade erwähnt habe, sind überwiegend Männer. Und ja, das liegt daran, weil viele Frauen auch bereits von ihnen aus dieser Szene rausgetrieben wurden. Viele Frauen sind sehr aktiv gewesen und können mittlerweile auch da in diesem Bereich nicht mehr standhalten. Auch ich selber bin mittlerweile dabei zu überlegen, ob ich hier komplett aussteige. Ich mache es einfach nicht, weil ich bin noch recht frei und habe sehr, sehr viele Follower und bedanke mich auch ganz herzlich, weil viele Menschen mögen auch meine Ehrlichkeit und ich kann es mir wenigstens erlauben, ehrlich zu sein. Ich muss hier nicht heucheln wie so viele andere. Ich möchte mal kurz erzählen, diese Szene besteht ja im Grunde mehr oder weniger aus diesen Entertainern und ich muss ganz ehrlich sagen, manche sind davon herausgegangen, Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, denn diese Menschen haben auch viel kaputt gemacht. Diese Menschen haben mit ihrer Egomanie wirklich viel zerstört in unserer kleinen Echoblase, die für den Frieden kämpft, Menschen, die wirklich miteinander sich vereinen wollten. Ich gehöre von Anfang an mit dazu. Ich wollte immer mit allen anderen zusammen machen. Immer wieder habe ich das auch ganz klar artikuliert. Ich habe mit Rammstein letztes Jahr, es gab Riesenprobleme. Ach ja, die Leute von Rammstein natürlich auch noch. Und ich erwähne manche Leute hier nicht, einfach noch aus, ja, weiß ich nicht. Aber diese Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die sollten sich einfach mal Gedanken darüber machen, ob sie mit ihrer Arbeit, wirklich teilweise ja auch gute Arbeit, ich kann manche Menschen davon überhaupt nicht ausstehen, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihre Arbeit schätze ich trotzdem, denn sie gehört einfach dazu, sie ist wichtig. Aber wenn diese Menschen glauben, sie können die Welt alleine retten, ohne andere, ohne uns andere, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann läuft hier einfach etwas schief. Und das ist auch der Grund, warum wir hier, denke ich mal, alle sehr unzufrieden sind. Auch ich bin sehr unzufrieden. Ich bin 2015 nach Deutschland gereist. Ich habe mich auf den Alex gestellt. Ich habe keinen von euch gekannt. Mittlerweile kenne ich viele Leute von euch da draußen. Manche persönlich, manche durchs Netz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Widerstand, den ich erlebt habe in diesen drei Jahren, kam ausschließlich oder überwiegend aus der Friedensszene. Also das heißt, eine Friedensaktivistin oder eine angehende, damals war ich gar nichts oder besser gesagt, ich bin auch heute nichts, aber ich bin angegriffen worden aus den eigenen Reihen. Und ich habe heute ein paar Videos geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, mir platzt wieder fast die Ader. Wisst ihr Leute, es wird alles schön geredet, aber in Wirklichkeit spricht keiner Tacheles. Diese Friedensszene hat sich selber gerade irgendwo auch kaputt gemacht. Und viele Menschen davon haben dazu beigetragen, dass viele von uns gar keine Lust mehr haben, sich zu engagieren. Auch ich gehöre dazu und viele andere auch. Und ja, diesen Menschen möchte ich einfach mal sagen, kommt doch bitte mal von eurem Ego-Ross herunter und versucht doch einfach mal wieder miteinander. Es kann nicht sein, dass ein Herr Ken Jebsen sich vors Kanzleramt stellt letztes Jahr und sich wundert, dass doch nicht alle kommen. Das liegt einfach daran, würde ich persönlich jetzt mittlerweile mal sagen, dass wir alle gespalten wurden. Wir sind gespalten worden und ja, und viele von uns möchten das ja im Grunde gar nicht. Wir wollen ja wieder zusammenkommen. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Ich kann das jetzt nicht lesen. Es ist sehr emotional, auch was ich euch jetzt hier erzähle. Ich bin wirklich, ich stehe so kurz davor aufzuhören hier. Und ich möchte ganz ehrlich auch dazu sagen, warum ich aufhöre. Ich möchte aufhören, oder besser gesagt, ich denke darüber nach aufzuhören, weil ich keine Unterstützung hier im Netz habe. Ich habe viele Likes, also das heißt, ich habe viele Likes, ich habe viele Follower. Aber wenn es darum geht, wirklich mal Unterstützung zu bekommen, auch wirklich tatkräftige Unterstützung, ist es doch hier sehr, sehr dünn gesät. Und das sieht man auch, dass Posts, die ein bisschen aggressiver sind oder ein bisschen mehr unterhaltungswert
gefeiert haben, werden hier geliked ohne Ende. Werden geliked ohne Ende. Aber sobald man irgendwas von euch möchte, seid ihr natürlich nicht da. Das ist nicht schlimm, weil letztendlich müssen wir auch mal ganz ehrlich zu uns selber sein. Wir wollen entertained werden. Die meisten dieser Menschen, die hier im Netz sind, die haben einen ganz normalen Alltag, die arbeiten den ganzen Tag, die wollen Ablenkung haben. Das Einzige, was ich mittlerweile moniere an jedem von euch da draußen ist, wir schimpfen über die Spiegelleser, wir schimpfen über die Bild-Zeitungsleser, wir schimpfen über RTL, wir schimpfen über all diese Medien. Aber eine Sache mal ganz ehrlich, was machen wir denn hier? Es ist doch nichts anderes, oder? Es ist doch teilweise sogar auf Facebook mittlerweile unter RTL-Niveau. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde, jeder sollte auch mal bei sich selber anfangen, darüber nachzudenken, weil jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, warum diese Szene so zerrüttet ist. Und auch wenn manche versuchen, das hier mit Hoffnung gepaart hochzuhalten, diese Fahne, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eine der wenigen, die wahrscheinlich sehr, sehr ehrlich ist und diese Sache auch sehr realistisch sieht. Diese Szene ist kaputt. Hier können viele Menschen sich nicht mehr leiden. Viele Menschen sind in ihrem Ego derartig gefangen und haben unsere Zusammenarbeit oder unsere erhoffte Zusammenarbeit einfach auch kaputt gemacht. Und ich finde, dass wir uns wieder besinnen sollten. Ich finde auch Leute wie Malte Falkenteich, der zum Schluss das Pax Terra Musica Festival da gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sehr, sehr viele Leute auch gespalten. Auch meine Wenigkeit mehr oder weniger ausgeladen, auf eine sehr unelegante Art und Weise, besser gesagt. Und natürlich wird er sicherlich, Menschen werden dagegen halten. Aber wisst ihr was? Es ist doch kein Miteinander, oder? Ist es ein Miteinander? 3 Jahre lang habe ich jetzt hier wirklich gekämpft. Zum Schluss wirklich 16 Stunden am Tag. Ich bin im Oktober aus Deutschland zurückgekommen und ich habe hier wirklich 16 Stunden am Tag an unserem Social Networking programmiert. Ich habe ein Social Networking auf die Beine gestellt unter lovestorm-people.com. Ich möchte keine Eigenwerbung machen, aber es ist einfach so, das muss man einfach auch mal sagen. Ich habe mit den Lovestorm-Herzen hier eine Menge erreicht. Wir sind in Amerika gelandet, wir sind auf diversen Kontinenten damit gelandet, in englischer Sprache. Und es ist halt so, ich habe viele Follower, aber wo seid ihr? Wo seid ihr wirklich? Es ist so, ihr wollt im Grunde einfach auch entertained werden. Und ich merke das auch in unserem Social Networking. Als ich das angepriesen habe, sind 250 Leute auf einen Schlag eingetreten. Das finde ich total genial, total toll auch. Aber wisst ihr was? Ihr seid nicht aktiv. Wie soll ein Social Networking, bitteschön, aktiv funktionieren, wenn dort Leute sich eintragen, aber sich nicht bewegen? Wisst ihr, ihr meckert über Facebook, aber letztendlich, wenn man euch Alternativen schafft, seid ihr auch nicht bereit, irgendwo euren Teil dazu beizutragen. Es ist natürlich klar, wenn jemand ein neues Social Networking aufbaut, dass das nicht irgendwo direkt läuft wie bei Facebook. Und das ist einfach die Solidarität. Ihr postet da draußen das Glücksprinzip. Jeder kennt diesen Ausschnitt aus dem Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, viele von euch da draußen, wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, viele, viele Menschen da draußen sehnen sich im Grunde, oder wir alle im Grunde, sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir wollen dazugehören. Wir wollen mit anderen gemeinsam etwas erreichen. Das ist doch unser Wunsch, oder nicht? Und wenn ich mich umschaue, was hier ist, Kommentare, Angriffe, Aggressionen, es ist wirklich sehr, sehr derb geworden auf Facebook. Und ich mache mich davon jetzt auch mittlerweile frei. Ich hab wirklich ein volles Leben. Als ich den Knopf vor 6 Wochen ausgemacht habe, Leute, ey, da ging es mir gut. Ich habe geatmet, Leute. Ich habe Gitarre gespielt. Ich war schwimmen gewesen. Ich habe tolle Sachen gemacht. Ich habe meine Freunde wieder getroffen. Leute, es ist nicht so, dass Leute wie ich das machen und ihr Ego damit aufpolieren müssen. Das brauchen manche Menschen einfach nicht. Und diese Menschen, die das im Netz machen und andere zur Seite drängen, wirklich zur Seite drängen, sollten sich doch auch mal wieder hinterfragen. Und ja, Ken Jebsen stand auch vom Kanzleramt und hat es nicht geschafft, hat auch die Backen voll gemacht. Und gerade das mit seiner großen Followerzahl, stand dann auch nur da mit 900 oder 1000 Leuten. Entschuldigung, das kriegen wir alle auch hin. Aber eine Sache haben wir alle nicht versucht. Und zwar zusammen. Ich stand von Anfang an hier für zusammen. Führt zusammen. Und ich habe, es scheint hier keinen zu interessieren. Ich weiß es nicht. Mit jedem, dem ich schreibe von den Gruppen,
Alle wollen zusammen. Alle wollen zusammen. Keiner macht zusammen. Keiner macht zusammen. So, mittlerweile haben wir eine politische Situation, wo uns hier der Mund verboten wird. Ken Jebsen dürfte einem langsam auch der Arsch auf Grundeis gehen oder zumindest manchen anderen Leuten auch. Denn auf YouTube werden mittlerweile die Werbeeinnahmen für solche Videos nicht mehr stattgegeben. Das dürfte diverse Einbußen sein und ich nenne es mal Maulkorb. Uns wird ein Maulkorb umgehängt. Unsere Videos werden immer schwieriger rausgehen, deswegen mache ich auch ein Live-Video jetzt, weil dadurch, dass es live ist, habe ich die Chance, einfach besser rauszukommen. Und auch diejenigen, die sagen, ja genau, die Egomanen sind schuld, die Egomanen sind schuld. Ich sage euch mal was, es sind nicht die Egomanen, die schuld sind. Es sind auch ihr oder wir, wie auch immer, auch schuld. Ihr seid hier auf Facebook, manche Menschen von euch haben in ihrem Profil nicht ein Like. Es gibt Menschen von euch da draußen, die posten den ganzen Tag die Nachrichten nach. Posten, posten, posten. Wenn man sich mal anschaut, ihr habt keine Reichweite. Wäre es nicht einfach mal sinnvoller, wenn ihr euch von diesen Entertainern, von den Leuten, die hier echt Reichweite haben, einfach mal selber Leute raussucht. Sucht euch die raus, supportet die etwas. Bringt diese Leute, die bereits schon Reichweiten haben, bringt sie etwas nach vorne. Denn das sind einfach Menschen, die einfach eine Reichweite erzielen. Also manche kommen halt raus aus dieser Echoblase. Mit manchen guten Videos klappt das, aber leider nicht mit vielen. Viele wissen das nicht. Wir sind hier eingepfercht wie in einem kleinen Kaninchenstall. Wir denken, diese Welt ist echt. Nein, draußen, wenn ihr rausgeht, seht ihr, diese Welt ist anders. Diese Welt ist komplett anders. Draußen laufen die Leute rum, kaufen bei Primark ein. Die juckt es ein Scheißdreck, was wir hier machen. Ein Scheißdreck. Die finden das noch schick, sich diesen Chip einpflanzen zu lassen. Versteht ihr? Und wir kämpfen hier im Grunde gegen Windmühlen, aber eigentlich nur deswegen, weil wir das alleine machen. Ich bin auch ein Einzelkämpfer. Ich habe keine andere Chance. Ich wollte mit vielen hier zusammen. Ich habe immer gesagt, zusammen. Ich bin zu den Mahnwachen gelaufen. Aber sobald ich mich von einer Organisation irgendwie oder in meine Eigenständigkeit gehe, ist es einfach so, dass ich ausgegrenzt werde. Meine Ehrlichkeit kotzt generell ziemlich viele Menschen hier an. Ich habe jemanden gehabt, ich bin auch jemand, der sehr streitbar ist, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin sehr streitbar, ich lasse nichts im Raum stehen. Und es ist halt so, dass hier jemand im PN wurde geschrieben, es gab eine große Auseinandersetzung, ich habe diesen Menschen, mir wurde per E-Mail etwas zugeschrieben, ich bin aus allen Wolken gefallen, okay, alles klar, ich habe dann angeboten, hier komm, lass uns skypen, lass uns das mal aus dem Weg räumen. Ich habe monatelang nichts von diesen Menschen gehört. Und dann wurde ich gefragt, hey, kommst du zu unserer Veranstaltung? Ich war ja eingeladen. Kommst du zu unserer Veranstaltung? Habe ich gesagt, nein, komme ich nicht. Will ich nichts mit zu tun haben. Und dann wurde natürlich wieder zurückgegriffen, wurde gesagt, ja, du meldest dich auch nicht mehr. Mit dir ist das nicht möglich gewesen, da du hast dich nicht mehr zurückgemeldet. Und wisst ihr, ich habe sofort nach einer halben Stunde habe ich geschrieben, hey, komm, lass uns reden. So, dann wurde mir plötzlich dann in der Erklärung dann gesagt, und jetzt haltet euch fest, und das ist eigentlich etwas, das passiert einem, einem Streit aus dem Weg räumen möchte. Und ich bin immer jemand, der das möchte. Da wurde dann gesagt, ja, du hast das Gespräch angeboten, aber für mich war das wie Öl aus Feuer gießen. Ja, das muss man halt überlegen. Das muss man halt überlegen. Ich möchte in einem Gespräch etwas aus dem Weg räumen. Missverständnisse, meistens sind es Missverständnisse. Und dann wird nicht mehr darauf reagiert. Und dann bekommt man das einfach um die Ohren geschlagen. Leute, ihr müsst euch mal selber hinterfragen da draußen. Setzt euch doch mal wirklich in einer stillen Minute, vielleicht nach diesem Video, setzt euch doch mal hin. Ihr tragt doch alle einen großen Teil dazu bei. Einen großen Teil dazu bei, dass diese Szene kaputt gegangen ist. Und Menschen wie ich, wir gehen raus. Wir möchten nicht mehr. Wisst ihr, ist nicht so, dass ich am Boden zerstört bin, wenn ich hier rausgehe. Ich war 6 Wochen jetzt, klar, die ersten Tage war ich echt geknickt. Ich frage mich hier schon seit langem, wie bekommen wir uns zusammen? Wie können wir zusammen? Alle reden davon. Es gibt Leute, die singen sogar davon. Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen. Oder Leute, wir sind eins, ne? Wir sind eins. Aber wenn du wir sind eins mal hinterfragst, dann musst du leider feststellen, das ist nicht so. Das ist nicht so. Und das wissen auch viele. Alle warten darauf, dass einer schreit, jetzt geht's los. So, was machen wir? Jeder versucht es alleine. Ich bin immer dafür gewesen, dass wir zusammen sind. Wir sind hier ein paar Entertainer. Es sind ein paar Leute, die hier Reichweite haben. Ich habe manche auch einzeln angeschrieben. Von manchen wurde ich doof angemacht. Ken Jebsen hatte ich auch angeschrieben. Ich habe gesagt, hey, wie war die Demo im November? Ich bin da gerade abgereist aus Deutschland. Ich musste halt ja irgendwann nach 3 Monaten, muss ich ja auch mal wieder zurück nach Hause, ne? Weil meine Kohle ist ja auch nicht unendlich gewesen. Und da bekam ich dann halt so eine pumpige Antwort von Ken Jebsen. Entschuldigung, Herr Jebsen, wer sind Sie eigentlich?
Wir sind hier alle zusammen. Wir kämpfen alle für das Gleiche. Einer mehr, einer weniger. Aber alle wir kämpfen dafür. Und so pumpige Antworten wie, wieso? Wieso ist das interessant? Bist ja eh nicht da gewesen. Ja, weiß ich nicht. Herr Jepsen ist auch der Meinung, dass wir keine Macher in Deutschland haben. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ist es vielleicht die Party von manchen Egomanen? Von manchen Egomanen, die meinen, besser zu sein als andere hier, die auch Arbeiten machen? Ich weiß nicht, Solidarität ist unsere letzte Waffe, habe ich mal vor langer, langer Zeit gesagt. Vor langer, langer, langer Zeit. Und es ist so Solidarität. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, Ben Frieden, kann man ja mal kurz sagen, Ben Frieden ist ja öffentlich schwarz gefahren, dann irgendwie ins Gefängnis gekommen, sitzt in Hannover im Gefängnis. Solidarität. Editha, sehr schön, hat einen Post gemacht und hat dafür gesammelt. Ja, schön, Geld ist zusammengekommen. 2000 Euro sollten es sein. 49 Tage waren bereits vergangen, also war es erheblich weniger. Aber wisst ihr was? Da habt ihr Solidarität gezeigt. Das ist ganz großartig im Grunde. Aber es ist so, es ist schon sehr zwielichtig, diese gesamte Szene. Manche, ich weiß nicht, manche haben vielleicht ein falsches Verständnis. Ich weiß es nicht. Ich sehe das anders. Wenn jemand schwarz wird und sich eine Leistung erschleicht, es ist einfach so ein Erschleichen. Und man kommt auch nicht beim ersten Schwarzmann ins Gefängnis. Und ich denke mal, auch Ben wird einsehen, dass das einfach scheiße ist. Es ist scheiße, schwarz zu fahren, weil man hat ja auch die Möglichkeit, ein Fahrrad zu nehmen. Man hat die Möglichkeit. Also man kann ja dieses System aus dem Weg gehen, indem man einfach mit dem Fahrrad fahren. Aber die Bequemlichkeit auf der einen Seite zu nutzen und das System aber selber dann nicht zu bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich auch nicht so in Ordnung. Und ich wünschte mir, dass diese Szene wieder etwas weiter zusammenrückt, aber dafür bedarf es einfach an Heben. Hallo Petra. Ja, ich habe darüber gesprochen, dass ich sehr unglücklich oder unzufrieden oder wie auch immer, ich bespreche einfach das aus, was viele manche mir auch in PNs schreiben. Die Egomanie hier im Netz ist extremst hoch. Manche Menschen sind hier wirklich im puren Egoismus unterwegs und merken gar nicht, wie sie im Grunde alles kaputt machen um sich herum. Denn auch diese Menschen merken ja, dass ihre Reichweiten runtergehen. Das merkt man auch, wenn man mal sich umschaut, wie das Netz mittlerweile aufgebaut ist, wie Facebook mittlerweile agiert. Uns wird der Maulkorb umgebunden. Das ist einfach so. Wir werden immer kleiner gemacht und wir haben die letzten Jahre, finde ich, nicht sinnvoll genutzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte dieses Jahr auch nach Deutschland kommen. Ich habe gedacht, okay, letztes Jahr, nächstes Jahr, Demos. Es konzentriert sich mittlerweile ja alles auch nur auf die Sommermonate. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in 2017 bin ich massivst enttäuscht, wirklich massivst enttäuscht. Es gab irgendwie keine besondere, wirkliche Demo. Alle rennen plötzlich zu Festivals. Wir machen hier eine Festival-Orgie auf, von einem Camp zum anderen, von einem Festival zum anderen. Ich frage mich mittlerweile, warum stehen wir eigentlich nicht vom Kanzleramt? Gehören denn Friedensaktivisten und Aktivisten nicht an die Stelle, wo gekämpft wird, wo sie etwas erreichen wollen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Menschen auf den Straßen, direkt auf den Straßen. Und ich hätte mir gewünscht von dieser Szene, dass wir in 2017 weiter zusammenwachsen, dass wir auf die Straßen gehen, dass wir zusammenkommen. Dass wir einfach zusammenkommen. Ich habe sehr dafür gearbeitet, ich habe sehr dafür gekämpft, ich habe hier Leute angeschrieben, ich komme nicht weiter, meine Hände sind gebunden, ich gebe es auf, ich werde das nicht mehr machen. Ich sage das einfach nur, was ich jetzt hier denke, viele Egomanen, die ich auch beim Namen genannt habe. Denn manche müssen einfach mal verstehen, wir brauchen keine Parteien, wir brauchen eigenverantwortliche Menschen. Das ist auch eine Sache, die ich euch gerne mal sagen möchte. Viele von euch gehen zu diesen Entertainern, wie auch mich, und nehmen sich diese Menschen und sagen, jawohl, richtig, ja, die hat recht, ja, der hat recht. Und finden das geil, was diese Menschen sagen. Sie selber machen aber den Mund nicht auf. Und das ist auch ein großer Druck und auch eine große Belastung für manche, die hier auch entertainen, in Anführungsstrichen. Es ist so,
ich persönlich zum Beispiel, ich spreche nur von mir, ich möchte ganz gerne mit meiner Arbeit, die ich hier im Netz gemacht habe, möchte ich Menschen nur zu einer Sache motivieren, Eigenverantwortung aufzunehmen, Eigenverantwortung. Ich möchte nicht, dass irgendjemand mir hinterher rennt, auf gar keinen Fall. Ich bin die Letzte, die sagt, ich möchte einen Fanclub haben. Warum ich diese Videos mache, warum ich diese Sachen mache, sage ich euch ganz ehrlich. Ich möchte einfach Reichweite haben. Reichweite, weil umso mehr ich erreiche, umso mehr ist die Chance da, dass Menschen einfach sich mal hinstellen und sagen, Mensch, scheiße, ja, ich like hier immer nur, aber selber mache ich nicht viel. Es ist doch so. Leute, was nützen mir eure verfickten Scheiß-Likes? Was nützen die? Nichts, gar nichts. Ich mache das nicht für Likes. Ich möchte, dass ihr einfach versteht, ihr müsst wirklich auf die Straßen gehen. Ihr müsst einfach auch andere unterstützen. Unterstützt doch die Leute, die wirklich was erreichen können. Und das muss nicht ich sein, das können auch andere sein. Ich mache mit Love Storm, ich mache die Herzen, ich schicke die auf die Politikerseiten. Wir machen nächstes Wochenende wieder einen Love Storm gegen den G20-Gipfel. Leute, G20, das ist die größte Scheiße. Und ich hoffe, dass es in Hamburg, ich muss ja jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Ich wünsche mir, dass in Hamburg die Hölle los ist nächstes Wochenende. Wirklich die Hölle los ist. Wirklich. Leute, da sitzen alle Leute, die uns diese Scheiße einbrocken. Alle Leute kommen dahin. Die Hotels sind, klar, das kann man im Netz sehen, wer wo in welchem Hotel unterkommt. Leute, wisst ihr, wovor ich Angst habe? Ich sag euch, wovor ich Angst habe. Ich habe Schiss davor, dass dieses Papier abgeschafft wird. Geld. Wenn das Geld abgeschafft wird. Wir sind mittendrin, Leute. Der Herr Draghi kämpft dafür, jeden Tag. Und wir Friedensaktivisten zerfleischen uns selber. Wir haben uns kaputt gemacht. Wir haben uns im Grunde kaputt gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß persönlich nicht weiter. Ich bin so oft auch angegriffen worden für meine Ehrlichkeit, für meine Direktheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts zu verlieren, Leute. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keinen Job in Deutschland. Ich bin im Ausland. Jetzt kommen wieder manche und flöten wieder rum und sagen, du bist nicht hier. Ken Jebsen hat gesagt, warum bist du überhaupt im Ausland? Hey, Herr Jebsen, ich erkläre Ihnen jetzt mal was. Diese Welt ist größer als Deutschland. Diese Welt ist größer als Deutschland. Und es gibt sogar die Frechheit von manchen Menschen, die nehmen sich echt die Frechheit raus, auch im Ausland für den Frieden auf dieser Welt zu kämpfen. Und ich stelle das auch hier nochmal klar. Ich kämpfe nicht explizit für Deutschland. Ich kämpfe generell für Gerechtigkeit auf dieser Erde. Egal, unabhängig vom Status eines Menschen, unabhängig von der Religion, von der Rasse, von der egal was, unabhängig. Gerechtigkeit ist das höchste Gut, für das ich kämpfe. Und es ist egal wo. Und das kann ich am Arsch der Welt machen, Herr Jebsen. Und wie auch alle anderen heißen, die meine Arbeit irgendwo weiter runterfahren, nur weil ich im Ausland bin. Ist doch so, oder? Und dann sprechen sie von Frieden und wir sind eins. Nein, wir sind lange nicht eins. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn es so weitergeht, bin ich auch, besser gesagt, guckt euch draußen um, draußen sind dumme Menschen. Geht einfach mal auf eine Demo. Menschen sind dazu noch nicht mal in der Lage, auf eine Demo ein sauberes T-Shirt anzuziehen. Wir haben hier Leute in der Szene, da muss ich jetzt auch mal echt ganz klar was sagen, wir haben Leute in der Szene, die ohne Drogen und ohne Alkohol nicht durch den Alltag kommen. Und das sind manchmal Leute, die hier auf Facebook wirklich eine riesen Welle machen und meinen, sie müssten anderen erklären, wie Frieden funktioniert oder wie, was man machen muss. Das sind leider oft auch ganz verzweifelte Menschen und es tut mir auch sehr leid um diese Menschen. Aber sagt mal, ist es nicht einfach mal an der Zeit, dass ihr euch auch um euch selber kümmert? Kümmert durch euch erstmal um euch selber, bevor ihr nach draußen geht und sagt und anderen sagt, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ich meine, klar, ich mache das jetzt auch, aber Entschuldigung, es ist einfach so, ich stehe mitten im Leben, ich nehme keine Drogen, ich bin echt, also ich wünsche mir auch, dass wir besser miteinander zurechtkommen und ich wünsche mir einfach, dass jedes Video, was ich mache oder was auch andere machen, dass das etwas bringt. Aber Menschen werden ausgegrenzt, gemobbt, auch hier in der Friedensszene. Und diese Herrschaften dort oben, die meinen, die Friedensszene beherrschen zu müssen. Wisst ihr, manche liken von euch, und da seid ihr auch, da sind Menschen dabei, die liken Sachen, die haben sie sich nie angeguckt. Nur weil das irgendjemand ist, den man kennt. Da wird geliked. Ist okay, mache ich auch manchmal, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber mache ich in letzter Zeit halt nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warum? Warum heucheln wir uns hier eigentlich einen vor? Wir wollen alle Frieden, wir tun einfach nichts. Wir greifen uns gegenseitig an. Rammstein hat mich letztes Jahr angegriffen, weil ich es gewagt habe, die Bilderberg-Demo zu machen. Hey, was ist das für eine Scheiße?
versuche mir manche Wörter abzugewöhnen. Wisst ihr, was ist das? Was ist das bei euch? Was ist das? Alle sehnen sich nach Frieden. Alle möchten hier, dass wir miteinander. 2015, manche sind dabei. Petra ist dabei. Manche von euch, ich weiß jetzt nicht, wer gerade zuschaut. Wisst ihr was? Manche von euch sind 2015 dabei gewesen, beim Schottauer, wo wir da den Videodreh gemacht haben. Die waren dabei, als wir bei den Mahnwachen gestanden sind. Wisst ihr was? Ich bin zu den Mahnwachen hingegangen. Obwohl diese Leute mich angegriffen haben. Ich bin hingegangen. Ich habe den Leuten gezeigt. Ich musste den Leuten erstmal zeigen, hey, der Fake, den ihr denkt, das ist der Fake, der ist echt. Ich habe manchen Menschen mich vor die Nase gestellt und gesagt, hier, ich bin der Fake. Ich bin diejenige, die du im Netz verunglimpft hast. Und wisst ihr was? Es ist ein harter Kampf gewesen. Ich habe die meiste meiner Energie, meiner Kraft und meines Muts und meiner Hoffnung habe ich wirklich verloren mit diesen Leuten, die hier im Netz andere Aktivisten angreifen aus der eigenen Szene. Und das macht es ja natürlich noch schlimmer. Hier gibt es manche Menschen, die rammeln über andere hinweg. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das sage ich jetzt wieder. Ich habe jetzt Petra Strobel. Ich mag dich sehr gerne, Petra. Es gibt ein paar Leute von euch, das muss ich ganz ehrlich mal sagen, hier sind echt Perlen drunter. Hier sind echt Perlen drunter. Aber die werden umgerammelt. Und ich wünschte mir, dass diese Perlen einfach weiter nach vorne kommen. Und ich wünsche mir, dass so Egomanen wie Meerholz, der Gott sei Dank mittlerweile raus ist, ich muss das ganz ehrlich sagen, er hat die letzten anderthalb Jahre oder das letzte Jahr fast gar nichts mehr gemacht. Er wird auf jeder Podiumssitzung wird er hingesetzt und er kann reden. Während andere sich wirklich den Arsch aufreißen und nach hinten gedrängt werden. Ich wollte auf einer Veranstaltung auch reden. Ich bin da irgendwie zugekommen. Ich habe gesagt, hier, ich würde auch ganz gerne mal was dazu sagen. Ich wurde gefragt, was willst du denn sagen? In einer Art und Weise, wo ich sage, verdammt nochmal, was läuft hier für eine Show? Wisst ihr was? Hier sind so viele, die glauben, dass die V-Leute uns auseinanderbringen, dass hier irgendwelche V-Leute zwischen sind. Entschuldigung, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen gar keine V-Leute. Da sind so viele dumme Leute dazwischen. Und vor allem, wenn jemand sagt, die Anja, viele wissen das, die Anja, die sitzt im Ausland, im islamischen Ausland, oh Gott, das ist so eine. Wisst ihr was? Ihr seid so dumm. Das ist ja das Problem. Ihr glaubt die Scheiße, die euch da erzählt wird. Ihr glaubt das. Hä? Wie heißt er nochmal? Herr Uwe Schottauer ist so dämlich gewesen. Wirklich so dämlich. Und das muss man jetzt einfach mal sagen. Obwohl er mich persönlich kennengelernt hat. Er wollte einen Ausweis von mir sehen. Einen Ausweis, damit er glaubt, dass ich echt bin. Mit einem Foto. Nein, das hat ihm dann auch nicht gereicht. Habe ich sogar gemacht. Ich habe ihm den Ausweis gepostet in der PN. Und dann sagt er mir doch kackendreist, wirklich kackendreist, Herr Schottauer, dass ich nach Dubai fahren soll und mich mit einer Zeitung fotografieren soll. Ich soll einen Beweis bringen, dass ich tatsächlich in Dubai bin. Und ich bin noch nicht mal in Dubai. Ich bin 100 Kilometer weg. Und wisst ihr was? Das ist doch der Gipfel, oder? Der Gipfel. Obwohl Herr Schottauer sich eigentlich bei Leuten wie mir entschuldigen müsste, bin ich auf Herrn Schottauer, ich weiß nicht, gefühlte 5, 6 Mal nochmal auf ihn zugegangen. Ich habe gesagt, komm Uwe, lass uns das klären. Wisst ihr was? Ich habe kein Ego. Ich habe kein Ego. Viele von euch, die wissen, dass ich sehr streitbar bin. Ich habe mit euch das ausgefochten. Mit wem ich Ärger hatte oder so, ich habe das sofort ausgefochten. Und viele, die sich gedrückt haben, dafür bin ich nach Deutschland gekommen. Letztes Jahr war auch Herr Schottauer dran, der ist leider nicht gekommen, aufs Friedensfest am See. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ihr seid echt feige. Und ich verstehe nicht, warum wir Auseinandersetzungen nicht einfach auch mal wie erwachsene Menschen klären können. Einfach wie erwachsene Menschen. Und das werfe ich hier ganz vielen Egomanen vor. Sie urteilen, verurteilen, und das machen auch viele andere da draußen, nicht nur die Egomanen. Sie verurteilen Menschen hier im Netz. Ihr verurteilt sie einfach. Und es ist einfach, wisst ihr, man wird gar nicht als Mensch mehr betrachtet, speziell in Deutschland, das muss ich ganz ehrlich sagen, das fällt mir immer mehr auf. In Deutschland wird man zerpflückt, man wird zerrissen, man wird so zerrissen. Man wird so zerrissen. In Deutschland habe ich meinen Nasenstecker rausgemacht. Nicht, weil ich kein Selbstbewusstsein habe. Nein, weil ich sehen wollte, wie sich das verhält. Und ich werde anders behandelt. Wisst ihr was? Je nach Kleidung werde ich in Deutschland anders behandelt. Ziehe ich eine Bluse an, sehe ein bisschen seriöser aus, werde ich auch, ich sag jetzt mal, ernster genommen. Renne ich rum, wie ich eigentlich bin. Ich bin so der, ab und zu mal der Hippie-Typ. Wisst ihr, dann heißt es gleich, die nimmt Drogen. Mir hat jemand gesagt, ich habe gedacht, du rauchst Hanf. Haschisch, keine Ahnung, ich kann mir noch nicht mal richtig ausdrücken. Nur weil ich Gitarre spiele. Leute. Da muss euch doch mal klar werden, dass bei euch da oben hier in der Birne manchmal irgendwas nicht richtig tickt. Und auch die Leute in der Friedensszene. Wisst ihr, ihr habt Vorstellungen. Da kommt einer und sagt, der ist dies und das. Die ist das und dies. Und dann seid ihr so doof und glaubt das. Wisst ihr, der glaubt das. Und ich bin sehr unbeliebt mittlerweile. Natürlich bin ich unbeliebt. Ja, ist doch klar, logischerweise. Weil ich natürlich meinen Mund aufmache.
Und wisst ihr was? Ich habe mich doch nicht frei gemacht mein ganzes Leben, bitteschön, um mich irgendwelchen Gurus da anzuschließen. Ich bin nicht jemand, der sich einem Herrn Jepsen oder Hörstel anschließt. Apropos Herr Hörstel. Herr Hörstel möchte eine Partei aufmachen. Ich habe gesehen, viele seiner Jünger kursieren durchs Netz und wollen ihn jetzt da hochbringen. Entschuldigung. Ich meine, Leute, schaltet mal euer Hirn ein. Also ich habe mit dem Hostel Erfahrung gemacht, kann man mal sagen, kann man doch mal erzählen. Ich musste ein Hostel leider ausladen. Ich habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich bei der Bilderberg-Demo halt gesagt, hat wir haben mehrere haben das organisiert und die eine hat dann gesagt, du pass mal auf, denn Herr Hostel, der will bei uns reden. Ich habe gesagt, ja okay, kein Thema, klar, ist in Ordnung. Hinterher habe ich herausgekriegt, dass der eine Partei hat. Das wusste ich nicht. Das wusste ich damals einfach nicht. Entschuldigung, ich kann mich nicht über jeden hier einzeln informieren. Ich habe auch eigene Sachen zu tun. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Dann habe ich mit dieser, mit den Menschen gesprochen, die ihn eingeladen hat. Ich habe gesagt, du, tut mir leid, das geht nicht. Ja, da gab es einen Fight, Leute. Logischerweise. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich nehme das auf meine Kappe. Ist gar kein Thema, ich nehme es auf meine Kappe. Ich habe einen Hörstel dann angeschrieben, habe gesagt, Herr Hörstel, tut mir wirklich unendlich leid. Das war mein Fehler. Ich wusste nicht, dass Sie einer Partei angehören. Das habe ich ihm geschrieben, ganz freundlich, ganz formell, ganz freundlich. Leute, ich bin hier kein Hippie, ich weiß, was ich hier mache. Und wer diese Antwort von Herrn Hörstel gerne mal wissen möchte, der, nein, das werde ich nicht machen, aber Leute, jemand, der eine Partei aufmacht, ja, und so redet, Entschuldigung, habt ihr keine Empathie, merkt ihr das nicht, fühlt ihr das denn gar nicht? Mann, das ist das nächste Kapitel. Viele Menschen von euch, die haben einfach keine Empathie, die fühlen das gar nicht. Wenn ich einen Hörstel reden höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid. Nein, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Jünger, der den hinterherläuft, generell so Jünger, die anderen hinterherlaufen. Danke, dass ihr zuschaut. Ich laber immer sehr lange. Ich weiß, dass ich rede sehr lange. Aber es ist so, es kommt so aus mir raus. Es tut mir leid. Und ich danke für jeden, der dranbleibt. Und ich bedanke mich bei jedem, der hier zuhört. So, weiter geht's. Ihr da draußen, ihr seid Menschen, die oft sehnsüchtig nach anderen nach oben schauen und sagen, oh, der Retter, die Retterin, oh, die rocken's für mich. Leute, wir sind manchmal genauso verzweifelt. An uns hängen sich welche. Wir sind so wie Lokomotiven. Ich gehöre zu welchen, zu der Sorte, die hier wirklich Reichweite haben. Ich schaff das, ich mach das Maul auf, ihr wisst, ihr kennt das, kennt mich und das kommt uns gut an. Aber wisst ihr, ich mach das hier nicht für Likes. Nochmal, ich möchte das ganz, ganz, ganz klar sagen, ich mach das nicht für Likes. Ich möchte Folgendes erreichen, dass ihr aufhört, diesen Leuten nachzurennen. Aber sie unterstützt. Und das müsst ihr einfach mal verstehen. Ihr sollt denen nicht nachlaufen. Ihr hängt euch an einen Herrn Jepsen, an einen Herrn Hörstel, an einen Herrn Schatter. Die sollen's rocken. Und ihr liked und unterstützt sie damit. Aber das ist keine Unterstützung. Auch ich habe hier, also ich kann nur von mir natürlich reden, Leute. Es ist einfach so, ich habe hier wirklich programmiert. Ich habe hier einen Chat programmiert. Der ist extremst Facebook-ähnlich. Ich lade euch ganz herzlich nochmal ein. 250 Leute sind da, aber die posten nicht. Da gibt es ein paar Leute, die posten. Leute, sag mal, seid ihr ganz sauber oder was? Ihr meldet euch in einem Social Networking an. Und was erwartet ihr denn? Was erwartet ihr von mir? Dass ich jetzt einen Entertainer da drüben spiele? Hey Mann, ich habe 1000 Sachen zu machen. Ich programmiere weiter. Ich habe gar keine Zeit. Ich habe zum Schluss 16 Stunden hier gearbeitet. 16 Stunden, jeden Tag. Wisst ihr, ich habe meine Freundschaften aufgegeben. Ich habe meine Hobbys aufgegeben. Wisst ihr, das ist mir wichtig, das ist mir wirklich wichtig und ich erfahre kaum Unterstützung. Ich erfahre kaum wirkliche Unterstützung. Leute haben geschrien, Anja, mach mit deinen Herzen Aufkleber. Die Anja macht Aufkleber. Wisst ihr, was das gedauert hat? Das hat so viel gedauert, bis ich diesen Shop online hatte. Keiner hat bis heute jemals einen Aufkleber gekauft. Und damit es klar ist, wer geschaut hat, die will so viel Geld dafür haben. Ey, Entschuldigung mal, ich gebe das in Deutschland an jemanden weiter, der das macht. Ich verdiene genau 2 Euro an einem Aufkleber, 3 Euro an einem T-Shirt. Und wisst ihr was, der Server kostet richtig viel Geld, auf dem meine Webseite und die ganzen Sachen liegen. Ich habe hier noch nicht einmal um Geld gebettelt. Aber wisst ihr was, denkt auch mal drüber nach. Es ist einfach so, ich mache das hauptberuflich mittlerweile. Ich mache das wirklich, weil, wisst ihr, unterstützt doch mal Leute wie mich. Wenn Leute wie mich, wie ich aufgeben, wisst ihr was? Viele da draußen arbeiten, die haben Arbeit, die können das nicht machen. Die haben gar keine Zeit dazu. Ich bin wirklich noch in der Lage gewesen, aber mittlerweile ist es dünn. Ich gehe mittlerweile wieder arbeiten. Ich würde am liebsten damit Geld verdienen. Ich wünschte mir, dass ihr da draußen die Leute, die da posten, den ganzen Tag rauf und runter posten. Leute, ihr habt nur ein Like.
Ihr kriegt mal ein Like, wenn ihr überhaupt ein Like kriegt. Wisst ihr was? Alle Leute, die unter 20 Likes sind, die sollten bitteschön andere unterstützen. Tut mir leid, es ist einfach so. Ihr vergeudet unsere wertvolle Zeit die letzten Jahre mit eurer Likerei, mit euren wirklich teilweise dummen Kommentaren. Ich meine, unter meinen Videos stand manchmal, dein Lippenstift ist zu rot oder irgend so eine Scheiße, ey. Leute. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wichtigeres. Wisst ihr was? Das Bargeld. Wenn das Bargeld weg ist. Leute, wenn das Bargeld weg ist, dann sind wir im Arsch. Dann sind wir echt im Arsch. Da gibt's auch kein Vertun mehr. Das Bargeld wird abgeschafft. Und wisst ihr was? Da draußen, viele wissen das gar nicht. Die interessiert das nicht. Die wollen mit diesem Chip bezahlen. Und ich bin jemand, ich kämpfe da jeden Tag für. Und ich bin mittlerweile, ich fange an, egoistisch zu werden, dass ich sage, ich kämpfe nicht mehr für diese Menschen. Ich kämpfe nicht mehr für euch da draußen. Ich kämpfe für euch nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil ihr nicht wollt. Ihr seid teilweise hier am Posten unter RTL-Niveau. Unter RTL-Niveau. Und schimpft auf Leute, die RTL schauen. Und man merkt jetzt auch, jetzt schalten auch ganz viele gerade wieder ab. Das ist immer wieder ganz interessant. So kritikwürdig ist auch keiner. Hinterfragt doch mal euer Handeln. Warum seid ihr hier auf Facebook? Viele von euch sind auf Facebook, weil sie doch Anschluss suchen. Weil sie Freunde suchen. Weil sie Gleichgesinnte suchen. Ist doch ganz klar. Auch ich möchte eine Gemeinschaft. Ich wünsche mir, in einer Gemeinschaft zu kämpfen. Und aber was machen wir hier? Also ich bin zum Einzelkämpfer, verdammt. Ich gehöre jetzt zu einem Entertainer. Facebook hat gesagt, der ist Entertainer, die ist Entertainerin, die hält uns hier die Echoblase am Laufen. Ich gehöre zu diesen Menschen, die mehr als 20 Likes auf die Reihe kriegen mit ihren Posts und Sachen, die sie macht. Und es ist viel Arbeit, Leute. Und an alle Egomanen da draußen, besinnt euch wieder. Ich kann nichts anderes sagen. Ich stelle mich neben jeden, ich mache mit jedem wirklich gerne weiter, aber so kann ich persönlich nicht weitermachen. Ich mache mir jetzt nur noch mit diesem Love Storm, weil ich keine andere Chance habe. Ich habe dann damals einen Weg gesucht. Ich habe einen Weg gesucht, irgendwie alle oder viele zu erreichen. Ich habe mit meiner Arbeit viele, viele Menschen erreicht. Vielen Dank für die tollen, tollen, tollen Nachrichten. Für die tollen PNs, die ich in diesen 6 Wochen, wo ich auch wirklich weder auf Messenger online war, ich war nicht online, gar nicht. Und, oder besser gesagt, ich war nicht auf Facebook online. Wisst ihr was, Leute? Es schmerzt einem auch das Herz, weil diese Arbeit, die ich hier reinstecke, 16 Stunden am Tag, das ist wirklich seit Oktober gewesen. Ich habe wirklich fast nichts anderes gemacht. Und wer denkt, ach, die postet mal kurz mal eben locker. Nee, das ist nicht so locker. Auch so ein Live-Video ist sehr, sehr schwierig. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wer das mal gemacht hat, der weiß das. Bei mir funktioniert das, weil ich das wirklich aus dem Herzen herausgebe. Ich mache das wirklich richtig ernsthaft. Und Leute, ich sehe hier in dem Land, ich lebe in einem arabischen Land und auch hier sind arme Menschen. Und auch hier gibt es Missstände. Ich möchte nichts gut reden. In keinem Land auf dieser Erde ist es wirklich schön. Ist es so, wie wir uns das wünschen. Und wir müssen uns auch mal davon verabschieden, dass es jemals so wird, wie wir uns das wünschen. Wir werden uns nicht alle an die Hand nehmen können. Wisst ihr warum? Wegen den Egomanen. Die Egomanen sind das größte Problem auf dieser Erde. Das sind die Menschen und es sind leider auch überwiegend Männer. Das muss man leider auch mal sagen. Ich möchte keinem Mann da draußen jetzt zu nahe treten, aber wisst ihr, es sind viele Männer. Es sind auch hier in der Friedensszene viele Männer, die vieles kaputt gemacht haben. Und ich bitte einfach mal, diese Menschen auch mal zurückzurudern und andere mit nach vorne zu lassen. Ihr sollt niemanden vorlassen, aber es kann nicht sein, dass Menschen, auch wie ich, sich den Arsch hier aufreißen, wirklich den Arsch aufreißen. Und es kann auch nicht sein, es gibt so Leute wie Lukas Poralski. Ich nenne ja wirklich Leute jetzt auch echt mal beim Namen, weil ihr müsst einfach euch mal besinnen. Der wirklich per PN mir schreibt, Anja, like mal meinen Kommentar. Ich meine, Leute, was ist los mit euch? Seid ihr in eine Egomanie verfallen? Wie kommt ihr dazu? Ich habe noch nie jemanden angeschrieben. Ich habe noch nicht ein einziges Mal jemanden angeschrieben und habe gesagt, like mal meinen Kommentar oder like mal mein Video. Entschuldigung, wie niedrig seid ihr denn teilweise mittlerweile gesunken da draußen? Dass ihr das nötig habt. Wisst ihr was? Ihr findet immer den Weg zu Leuten wie mir. Ne? Zu den Mädels findet ihr immer dann den Weg, wenn ihr was wollt. Ne? Wir Mädels sind eure Sekretärinnen anscheinend. Ne? Muss ganz ehrlich sagen. Anja, poste mal dies. Herr Schattauer war auch immer ganz groß da drin. Der hat einfach nur einen Link gepostet. Ne? Dann wusstest du, aha, du solltest da sein Video teilen. Sein Video. Herr Meerholz, genau das Gleiche. Herr Meerholz hat, das Erste, was ich von Herrn Meerholz gehört habe, war, teil mal das Video. Kinder, das sind Dinge, die wisst ihr nicht, die merkt ihr nicht, weil
Ihr denkt, boah, cool, die stehen da vorne. Leute, hier sind Leute am Werk, die, wo ich wirklich sage, die haben keine Berechtigung. Die sollen sich erstmal um sich selber kümmern, um ihre eigene, um ihr eigenes Selbstbewusstsein und um ihr eigenes Selbstbewusstsein, um ihr eigenes Selbstwertgefühl so aufzubauen, dass sie das nicht benötigen. Jetzt können eine oder andere da draußen sagen, du machst das ja auch. Ja, klar, ich mache das auch. Das ist richtig, aber ich brauche das nicht. Ich mache das, also wenn ich habe auch vor 6 Wochen aufgehört und ich bin, gut, die ersten Tage habe ich nachgedacht, wie geht's weiter, was machst du, aufgeben, scheiße, will ich nicht, oh, dann siehst du die ganzen Leute nicht mehr. Leute, ich wollte nach Deutschland kommen dieses Jahr. Es haben mir viele Leute vermiest. Ich komme dieses Jahr nicht nach Deutschland. Ich komme nicht nach Deutschland. Ich hätte gerne Petra Strobel zum Beispiel wieder gesehen. Da hatte ich eine nette Einladung, auch von vielen anderen Leuten. Aber Leute, ich habe nicht die Kraft. Ich habe nicht die Kraft dazu. Und vor allen Dingen auch, ich habe mein gesamtes Geld in meine Arbeit reingesteckt, in die Social Networking Sache, in die Webseite. Ich habe dafür so gekämpft. Ich habe dafür echt gelitten, Leute. Ehrlich. Leute, ich meine das ernst. Könnt ihr, ich weiß nicht, sucht euch die, die so wenig Likes haben. Die Leute, die wirklich hier leider, wisst ihr, es gibt ein paar Leute, die haben von uns Reichweite. Sucht euch Leute aus, die Reichweite haben. Supportet die. Ihr sollt nicht das, versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Natürlich, ich wünsche mir Leute, die Lostorm unterstützen. Nächstes Wochenende machen wir Lostorm auf den G20-Gipfel. Ich weiß noch nicht, wohin. Leute, ihr erwartet, dass ich alles entertaine. Ich habe gar keine Zeit dafür. Leute, auch ich habe Gefühle, ich habe Emotionen, ich möchte auch mal irgendwie was anderes machen. Wisst ihr, ich brauche einfach mal Hände, die auch mich unterstützen. Die sagen, Anja, ich recherchiere für dich. Anja, ich mache dies, Anja, ich mache das. Wisst ihr, aber immer, wenn man irgendwo mal was will von euch, dann seid ihr wirklich ganz weit weg. Und das ist einfach auch etwas, was die Arbeit von Menschen wie mir wirklich sehr, sehr kaputt macht. Wisst ihr, 16 Stunden, das müsst ihr überlegen und das ist kein Einzelfall gewesen. Ich bin im Oktober wirklich aus Deutschland gekommen. Ich habe mich jeden Tag rangesetzt, weil ich weiß, die Zeit rennt uns weg. Dieses Bargeld wird abgeschafft. Sobald dieses Papier nicht mehr im Umlauf ist, Leute, können wir aufhören. Und das dauert nicht mehr lange. Die letzten Jahre sind viele zerstritten worden. Ich bin auf Demos gegangen, wo gesagt wurde, du bist hier nicht erwünscht, du bist auf der Demo gesehen worden. Ich bin wirklich weggeschickt worden. Ich bin weggeschickt worden von manchen Leuten, die gesagt haben, ich habe dich da und da im Netz gesehen. Wisst ihr, und so Leute wie ich, mir wurde auch ganz oft vorgeworfen, dass ich das aus Egomanie mache. Ich habe das nicht ein einziges Mal deswegen gemacht. Weil es ist doch ganz logisch, ich habe erst die ersten 1,5 Jahre hier gar keine Videos gemacht. Ich habe das wirklich nur mit Text gemacht. Und ich habe das auch mit Text geschafft. Ich habe es geschafft mit Text. Und diese Videos nutze ich jetzt nur, weil es ist einfach persönlicher. Manche kenne ich auch mittlerweile. Die Videos sind einfach, bringen mehr. Es ist einfach so. Man möchte die Augen des Menschen sehen. Man möchte die Mimik des Menschen sehen. Man möchte fühlen, was dieser Mensch macht. Und ich versuche in jedem meiner Videos auch das zu transportieren. Ich hoffe, es kommt rüber. Auch die Länge der Videos tut mir immer leid. Aber solange ihr zuhört, bitte, ihr entscheidet, wann aus ist. Das ist an euch. Viele mögen auch das, was ich sage, vor allen Dingen, weil es ehrlich ist. Und ja, diese Szene macht sich selber kaputt oder hat sich selber kaputt gemacht. Menschen werden ausgegrenzt und ja, das bringt uns nicht weiter. Wir posten jeden Tag irgendeinen Schwachsinn hier ins Netz. Ich gehöre jetzt nicht mehr dazu. Ich mache nur noch irgendwie so. Aber meine Reichweite geht dadurch kaputt. Meine Reichweite geht definitiv kaputt. Also ist man in der Zwickmühle, was macht man? Und viele haben davon gehört, dieses Pärchen, was auf YouTube, das Mädchen, was ihren Ehemann oder die Frau, die ihren Mann erschossen hat. Leute, wir werden zum Narzissmus gezwungen. Und wenn ihr mal betrachtet in euren Posts, was ihr so postet, ich weiß nicht, was ihr alle so postet, aber da gibt es Likes. Likes oder miese Kommentare meistens. Und es ist einfach so, wir werden auch von Facebook dressiert, dass wir schwarz und weiß denken. Wir werden in ein Schwarz-Weiß-Denken reingebracht. Und wir sollen denken, dass Flüchtlinge in unserem Land schlecht sind. Ist doch so, oder? Wie viele von euch, mal ganz ehrlich, wie viele von euch denken mittlerweile schlecht über Flüchtlinge? Auch unter uns Friedensaktivisten. Es ist eine ganz, 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 ganz schwierige Sache mittlerweile. Und natürlich, wenn Menschen, Frauen vergewaltigt werden, Menschen ausgeraubt werden, dann ist das schwer, nicht wahr? Es ist schwer. Und das Schlimme, was mir auffällt, hier im Netz speziell auch, ja, ich sehe das bei euch, ihr schickt gerade so. Wisst ihr, das Problem ist, diese Politik funktioniert genauso. Genauso funktioniert sie.
Und wir haben so einen Ausländerhass mittlerweile in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Meine Einstellung zieht sich wie ein roter Faden von Anfang an. Von 2000 und ich weiß gar nicht, wann ich gestartet habe, 2014, keine Ahnung, 3 Jahre bin ich dabei. Zieht sich wie ein roter Faden durch. Ich lebe in einem arabischen Land. Ich kann immer nur wieder wiederholen. Diese Menschen sind so freundlich. Wirklich, ohne Scheiß. Es gibt ja auch Arschlöcher. Natürlich gibt es Arschlöcher. Die sind hier aber in der Minderheit. Und die werden von den netten Menschen ausgegrenzt. Das ist so, das ist so. Leute, hier kannst du nett leben. Kannst du nett leben. Hier gibt es noch Moral und Anstand. Auch wenn ihr das nicht glauben wollt. Natürlich gibt es auch Arschlöcher. Jetzt kommen wieder welche von euch. Und das ist das Fiese. Das ist das Fiese. Kommen wieder von euch, Leute. Und es gibt sogar Leute, die sind so doof. Die können und die wissen noch nicht mal, dass ich nicht in Saudi-Arabien lebe. Die denken, ich lebe echt in Saudi-Arabien. Es gibt Leute, die denken, dass ich mit einer Abaya durch das Land renne. Meine Güte, seid ihr dumm da draußen. Manche Deutschen sind so dumm. Wirklich so dumm. Und so dumm wirklich, dass ich mich wirklich frage, habt ihr überhaupt eine Berechtigung zu kommentieren? Habt ihr überhaupt das Wissen zu kommentieren? Lasst es doch einfach. Fragt doch vorher. Und wisst ihr, ihr müsst mal an euch selber arbeiten. Arbeitet mal an euch selber. Ich arbeite jeden Tag an mir, jeden Tag an mir. Ich hinterfrage mich, ich reflektiere mich. Ich habe die Möglichkeit, dass ich das kann. Mir hat dabei der Buddhismus geholfen. Mir wurde es auch in die Wiege gelegt. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich bin hochsensibel. Ich habe die Probleme, dass ich alles sehr, sehr extrem empfinde. Vor- und Nachteile des Ganzen. Vorteile ist, dass ich sowas sehr, sehr schnell analysieren kann. Und manche sagen, das ist falsch, was du denkst. Nein, das ist es nicht. Guckt euch doch mal um. Die Friedensszene ist im Arsch. Und da gibt es Leute wirklich, die setzen sich hier in einem Video, habe ich vorhin eins gesehen, ich mag den Menschen unheimlich gerne, wirklich sehr, sehr gerne, ich sage jetzt keinen Namen. Der hat sich da hingesetzt und hat gesagt, ja, das Festival letztes Wochenende war ja toll, so eine Herzenswärme überall gespürt. Leute, seid ehrlich, diese Herzenswärme ist unter vielen Menschen hier so kaputt gegangen. Viele sind rausgegangen, viele sitzen traurig am PC, auch ich. Wie viele von euch, seid mal ehrlich, jetzt die Zuschauer gerade, mal ganz ehrlich, ihr sitzt doch am PC und seid alleine. Ihr fühlt euch auch alleine, oder? Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wir, ja, ich sehe ja in euren Bemerkungen hier, dass es vielen genauso geht. Und dieser Zusammenschluss und dieses wir suchen ja das Wir. Im Grunde braucht nur einer sagen, los, jetzt geht's los. Das Problem ist, da kämpfen andere Aktivisten tatsächlich jetzt dagegen. Dagegen. Neidisch. Sie sind neidisch. Neidisch, wenn du eine Demo machst, die besser war. Neidisch, wenn du eine Idee hattest, die besser ist als ihre. Neidisch. Und im Grunde sägen sich viele Egomanen hier im Netz den Ast ab. Sie sägen sich den eigenen Ast ab und reißen uns andere mit rein. Nochmal, ich gehöre zu den Leuten, die das ernst meinen. Vielen Dank für jeden, der sich dieses Video tatsächlich anschaut. Es ist irre lang. Irre lang. Es kommt von Herzen. Ich möchte so gerne, Leute, ich möchte so gerne Lovestorm weitermachen. Ich will euch jetzt erklären, warum. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eine leichte Art ist, nach draußen etwas zu machen. Vom PC aus. Viele haben nicht die Möglichkeit, online zu Demos zu rennen. Wisst ihr, ich versuche mit den Lovestorms Folgendes zu erreichen. Ich möchte ganz gerne Menschen dazu bewegen, dass sie ihren Protest in diese Herzen ausdrücken. Es gibt einen Herzdesigner. Leute, der hat mich so viel Geld gekostet. Diese Scheiße hat mich so viel Nerven und Tränen gekostet. Tränen vor allen Dingen. Ich habe so geheult deswegen. Mir hat ein Typ das programmieren wollen. Der hat mir die Kohle abgezockt und hat das Ding nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Ich bin abgezockt worden. Leute, und das nicht nur einmal. Wisst ihr was? Ihr merkt gar nicht, was hier im Hintergrund abläuft und wie es uns ergeht. Ich habe wirklich viel, 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 viel Tränen verweint. Und wisst ihr, ich habe diesen Herzdesigner fertig gekriegt. Er ist fertig. Er ist online. Ihr könnt Lovestorm Herzen selber kreieren am PC. Also nicht auf dem Handy, sorry. Ich bin nicht Superwoman, Leute. Echt nicht. Ich habe alles gegeben. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche wirklich Unterstützung für die Lovestorm People Aktion. Warum brauche ich die Unterstützung? Ich sehe darin eine Chance, dass wir, weil ich diese Herzen auch in Englisch mache, über die Kontinente mit dieser Aktion hinwegkommen. Und viele von euch haben das mitgekriegt. Es ist wirklich schon auch in Amerika gewesen und wir haben wirklich viele Leute. Ich möchte, dass die Leute sich vernetzen. Scheiße, verdammt nochmal, helft mit, helft doch irgendwie mit.
unterstützt uns. Wir haben nächstes Wochenende den G20-Gipfel und wir machen diesen Love Storm. Wir haben ein Social Networking. Ich sage das nochmal. Es ist sehr Facebook-ähnlich. Leute, ich habe gedacht wie ihr. Ich habe gedacht so, wie hätte ich es gerne? Da sind noch andere Netzwerke, die gerade ans Netz gehen. Echt ganz toll, stylisch designt wie ein Porsche. Finde ich auch geil. Ist auch in Ordnung. Aber wisst ihr was? Ich kann das nicht. Ich kann es auch einfach nicht. Das, was ich gemacht habe oder was ich konnte, habe ich getan. Ich habe jetzt ein sehr Facebook-ähnliches ich bin gerade live, ja. Ich habe ein sehr Facebook-ähnliches Social Networking aufgemacht. Ihr findet das auf www.lovestorm-people.com. Leute, ich versuche in diese, ich brauche Geld auch. Ich sage das ganz ehrlich, ich brauche auch Geld. Ich möchte das von euch nicht geschenkt bekommen, auch wenn ich Spenden annehme. Auf der Seite sind Spenden. Leute, ich brauche Geld, um meine Arbeit weiterzumachen. Ich meine das wirklich ernst. Ich stecke mir das Geld nicht in die eigene Tasche. Ihr könnt euch da sicher sein. Ich habe Serverkosten. Leute, ich bin echt am, ihr seht doch, ich habe gute Reichweite. Ihr seht, ich mache gute Arbeit. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr mich unterstützt. Ich möchte so gerne Interviews machen. Ich habe hier Leute, die ich interviewen möchte. Leute, ich habe ein Mikro gekauft. Ich komme nicht dazu. Warum? Weil ich programmieren muss. Leute, ich brauche einfach oder ich wünschte mir Unterstützung. Diese Love Storm Sache, die bringt wirklich viel. Wir haben auf Rammstein Airbase Seite gepostet, die Herzen. Manche wissen das von euch. Leute, das bringt was. Das bringt was. Und wenn ihr mal mit, ihr seid so negativ. Viele von euch sind so negativ und das ist mein größtes Problem. Ihr wartet immer auf die anderen, bis die anderen das machen. Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Du gerade. Du bist gefragt. Du bist gefragt. Du, dich brauche ich. Und dich brauchen auch andere. Hört doch auf mit euren Scheiß-Posts, wo ihr sowieso nur einer liked oder so. Das braucht doch keiner. Wir wissen doch alle um die Scheiße. Steckt doch eure Energie mal in andere Leute rein, die wirklich Aktionen machen. Aktionen. Ich kann nur Lastorm. Lastorm ist grafisch, ich kann das machen. Ihr könnt eure Herzen selber machen. Ich drücke niemanden von euch was auf. Macht eure eigenen Protestherzen. Postet sie nächstes Wochenende. Die Stellen geben wir noch bekannt. Sucht doch auch mal nach Stellen, wo wir posten können. Helft doch mal mit, Leute. Ich brauche wirklich Unterstützung. Ich glaube ganz fest an Lastorm. Ganz fest. Ihr habt gesehen, dass da wirklich viele Leute mitmachen. Und ihr könnt eure eigenen Herzen jetzt machen. Wisst ihr das? Ihr könnt eure eigene Meinung in das Herz transportieren. Ich drücke euch nichts auf. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich gewähre jedem seine Freiheiten. Und ich habe die Pause gemacht, ich wollte aufhören. Leute, ich vermisse euch. Und verdammte Scheiße, ich kann nicht aufgeben. Ich kann einfach nicht aufgeben, weil dann gebe ich meine Ideale auf. Versteht ihr das? Ich mache das nicht, um meine Fresse hier ins Video zu halten und zu zeigen, wie toll ich bin. Und es schmeichelt mir natürlich, wenn ich am Flughafen erkannt werde. Eine von euch, die hat mich am Flughafen erkannt. Das schmeichelt natürlich. Leute, aber das ist nicht das, warum ich das mache. Das ist nicht das, warum ich das mache. Und ich danke für jede Unterstützung. Ich danke für jeden, der hier zuschaut. Dieses Live-Video ist extrem lang, aber ich habe viel zu sagen. Und Leute, bitte unterstützt mich mal. Ich habe Leute, die hier, ich kann euch Interviews machen, ich kann viele Sachen machen, Leute. Aber ich brauche Leute, die auch mal helfen. Die sagen, Anja, komm, ich schneide dir das. Anja, ich mache dies, Anja, ich mache das. Leute, ich mache das 16 Stunden. Ich kann halt, wenn ich so ein Video mache, kann ich nichts anderes machen. Wenn ich programmiere, kann ich nichts anderes machen. Leute, was ich gut kann, ist transportieren. Gebt mir die Möglichkeit, dass ich transportiere. Ich kann das gut. Ich bin emotional einfach gut auf. Ich weiß, mich zu artikulieren. Wisst ihr, Leute, ihr geht auf Demos, ihr habt schmutzige T-Shirts an. Teilweise sehe ich Leute, die sehen so abgefuckt aus auf Demos. Sowieso geht man nicht mal in meinen Keller, Leute. Leute, ich habe ein Gesicht, was man nach vorne zeigen kann. Helft mir doch mal. Helft mir doch einfach mal mit. Ich werde sonst nicht weitermachen können. Und ich sehe sonst auch keinen Sinn mehr, warum ich weitermache. Weil mein Gesicht hier in die Kamera zu halten. Leute, da draußen ist die Sonne. Ich lebe in einem Land, wo jeden Tag die Sonne scheint. Mein Gesicht kann ich in die Sonne halten. Ich habe andere Hobbys. Ich habe sehr viel aufgegeben für diese Arbeit. Wirklich viel aufgegeben. Ich möchte euch das nicht zum Vorwurf machen. Das war meine eigene Entscheidung. Aber ich habe das auch für euch gemacht, weil ich weiß, ihr arbeitet da draußen. Ihr habt kaum Zeit. Ihr habt kaum Zeit, Friedensarbeit zu leisten. Wie viele von euch. Ich habe die Möglichkeit. Und Mensch, ey, fuck, ey, unterstützt mich. Unterstützt auch mal Menschen wie mich. Oder unterstützt Schattauer, unterstützt, ich weiß nicht, unterstützt alle, unterstützt sie. Herr Jepsen, dem wird auch der Arsch auf Grundeis gehen bald, weil wenn die Werbeeinnahmen ausgehen, ich meine, der hatte 100.000, gucken sich so ein Video mal an. Aber trotzdem, Herr Jepsen, haben Sie es nicht auf die Reihe gekriegt, fürs Kanzleramt mehr Leute zu bekommen, trotz Ihrer dusseligen Wette. So, und warum ist das so? Weil Ihr Egoman nicht ankommt. Ihr kommt nicht an. Ihr müsst mal erkennen, dass Ihr alleine nichts rocken könnt.
Und zusammen, hey, zusammen, hä? Zusammen. Muss so eine kleine, wisst ihr, ehrlich, ich mache mich hier kleiner als ich bin. Ich weiß, dass ich hier wirklich gute Arbeit leiste. Und aber dennoch möchte ich auch eine gewisse Bescheidenheit beibehalten, weil ich möchte halt nicht zu diesen egomanen Arschlöchern gehören. Ich möchte das nicht. Ich habe auch sehr viele Probleme damit, dass, wenn ich ein Video mache, ich denke, ach, scheiße, hast du ganz schön auf die Kacke gehauen. Leute, ich bin ganz natürlich und wer mich in echt kennt, der weiß, warum ich das mache. Warum ich hier so eine Show in Videos mache. Das mache ich, um euch zu erreichen. Ich komme nicht anders raus. Ihr seid so versaut da draußen, so versaut, dass ich echt so Sachen machen muss, wie ich ziehe mich aus am Ende des Videos und so eine Scheiße. Ja. Ich meine, das macht keiner, der seriös ist. Natürlich nicht. Aber ich bin hoch. Spenden per PayPal ist kein Problem. 5000 Freunde hast du da. Ja, Leute, ich habe 5000 Freunde. Ja, danke, 5000 Freunde. Gut, dass ihr sagt, wisst ihr was? Nein, habe ich nicht. Das ist eine Zahl, die ihr da seht. Das ist eine Zahl. Ich habe 4700 Follower. Das ist harte Arbeit gewesen. Wo sind die? Wisst ihr, wie verzweifelt ich bin? Ich arbeite 16 Stunden, wirklich ununterbrochen. Ehrlich, ununterbrochen. Die letzten 6 Wochen habe ich echt in den Sack gehauen. 16 Stunden. Viele von euch wissen das, dass ich das echt mache. Das ist echt. Ich habe Freunde, die zum Einkaufen gehen für mich. Ehrlich, ohne Scheiß. Das ist mein Leben. Von Oktober bis Ende Mai war mein Leben so, dass Menschen für mich auch eingekauft haben. Ich gesagt, ich habe echt gedacht, ich habe Scheiße gefressen. Echt? Unten in meinem Haus ist ein Supermarkt. Ich habe Chips gekauft. Der hat kein gesundes Essen. Ich habe Chips gegessen. Damit ich euch motiviere, Eigenverantwortung zu übernehmen, Menschen wie mich mal zu unterstützen. Leute, ich will auch mal wieder zum Sport gehen. Ich möchte auch mal wieder leben. Ehrlich, ich will mal wieder leben. Ich habe die 6 Wochen so geil verbracht. Echt so geil. Ihr seht das auch an meinem Gesicht. Mir geht es wieder viel besser. Aber ich möchte auch weitermachen. Auch an die ganzen Egomanen. Ey, scheiße, Mann. Ich stelle mich auch neben dich, Schatter. Ich stelle mich neben jeden. Und ich bin auch nur ein kleiner Part von allem hier. Aber ihr Egomanen, ihr müsst doch mal erkennen, dass ihr das nicht alleine schafft. Wir alle hier im Netz warten darauf, dass wir zusammen machen. Ehrlich, ohne Scheiß. Schreibt mich an, wenn ihr bereit seid, endlich zusammen zu machen. Zusammen. Das wollen alle hier. Alle, die hier liken, alle, die hier dumme Scheiße rumposten, alle wollen zusammen auf die Straße gehen. Ich wünsche mir, zum Kanzleramt zu gehen. Leute, ich kann innerhalb von 4 Stunden ein Ticket buchen. Ich bin sofort bei euch in Deutschland. Aber ich komme nicht mehr. Solange das ist. Weil es macht keinen Sinn, dass Leute wie ich nach Deutschland kommen, sich auf den Alex stellen. Es sind sogar Leute von euch gekommen und haben gesagt, ich wollte mal gucken, ob du tatsächlich hier stehst. Ihr seid wirklich auch dumm. Ihr seid auch dumm da draußen. Auch Aktivisten, auch Leute, die jetzt gerade zuschauen. Ihr seid auch dumm. Guckt euch mal selber an und fragt euch mal, was ihr hier macht. Ihr liked und liked und liked. Jahr ein, Jahr aus. Tag ein, Tag aus. Ihr schaut, ob euer Post geliked wurde. Wurde euer Post einmal geliked? Boah, geil, wurde geliked. Leute, ihr werdet zum Narren gehalten. Zum Narren gehalten. Und Leute wie ich, wir versuchen wirklich, wirklich in echt, wir versuchen hier rauszukommen. Und ich versuche das jetzt, weil ich gesehen habe, auf der Straße geht's nicht. Ich habe auch nicht das Geld rauszugehen jedes Mal. Manche von euch haben die Bilderberg-Demo letztes Jahr sehr gut unterstützt. Es war ein Erfolg, es war ein super Erfolg. Ich fand es Hammer. Und manche von euch messen Erfolg ja auch nur noch an Menge von Menschen. Ihr seid so versaut in euren Hirnen mittlerweile. Nein, das ist nicht die Menge der Menschen. Ich habe eine super PR bekommen. Ich habe eine gesamte Seite in irgendeiner Zeitung bekommen. Ich bin nicht als Rechte tituliert worden. Ich bin als Künstlerin tituliert worden. Wir standen auf der Hauptstraße in Dresden mit Jana, mit Alex und mit manchen anderen. Mit tausenden von, naja, nicht tausenden. Okay, es waren ein paar hundert Leute waren es, die das selbstgemalte Plakat gehalten haben. Wir haben einen verdammt großen Erfolg gemacht. Wisst ihr warum? Weil wir Gemeinschaft gezeigt haben. Gemeinschaft. Dieses Plakat war ein Sinnbild für diese Gemeinschaft. Das wurde getragen. Paar hundert Meter und war nicht kaputt gegangen, weil jeder mitgeholfen hat. Und ihr Idioten da draußen, die das Glücksprinzip jedes Mal posten, Leute, Ich warte darauf. Herr Jepsen, ich bitte Sie aufrichtig. Uwe Schattauer, ich weiß, dass du mich zum Kotzen findest. Das ist mir echt egal. Ich finde dich auch so scheiße, so super scheiße, egomanisch. Und du hast ein Problem mit Frauen. Das kotzt mich echt an.
Aber ich stelle mich mit dir auf die Straße. Lars Meerholz, du bist abgehauen. Du bist abgehauen, hast da jetzt eine Liebelei. Klar, kann ich verstehen, der Druck wurde auch echt. Die Leute haben dich echt nur noch. Aber wisst ihr was? Komm zurück! Verdammte Scheiße, komm zurück! Ich kann dich gut leiden. Auch wenn ich dir zum Schluss den Fickefinger gezeigt habe. Weil du echt ein Egomane bist. Du bist ein Egomane. Komm zurück! Und wen haben wir noch? Wen hatten wir jetzt noch? Weiß ich nicht, wen habe ich noch gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Owe, den... Ach, was weiß ich, das sind noch so zwei Mädels, die haben auch richtig Erfolg. Irgendeine Müller, Entschuldigung, die Blondine weiß ich jetzt leider nicht. Ich weiß, das ist jetzt nicht nett. Da ist, die habe ich angeschrieben mal. Die habe ich angeschrieben und habe gesagt, Mädels, komm, macht, lasst uns Mädels was machen. Die haben mich dumm angemacht. Die haben mich angefrotzelt per PN. Die eine hat sich mittlerweile mit mir befreundet. Leute, wo seid ihr? Die Reichweite haben. Wen haben wir noch? Kurt Schumacher. Mann, du alte Tröte, endlich hast du deine Haare geschnitten. Du sahst aus wie so eine... Wie so eine verfilzte, was weiß ich was, ein verfilzter Teppich, ey. Kurt, endlich hast du die Haare mal geschnitten, ey, geil. Denn was du sagst, ist ja auch klasse. Ich finde, du bist ein bisschen zu weit rechts mittlerweile, aber nun gut, sei es drum. Oliver Janich, meine Güte nochmal. Oliver Janich, du sitzt da auch irgendwo, Philippinen, wo sind wir denn? Wo, irgendwo bist du doch auch im Ausland, ist doch auch scheißegal. Mann, ey, du hetzt hier auch ganz schön durchs Netz, das muss ich dir echt mal sagen. Rico Albrecht. So, Rico, du warst bei der Bilderberg-Demo. Ey, danke. Rico ist einer, der ist wirklich richtig nett. Ich finde dich ein bisschen steif, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist ein Guter. Aber du bist in letzter Zeit auch immer nur auf deine Videos unterwegs. Immer nur auf deine Videos. Ich war 6 Wochen nicht online. Was postest du mir oder was lese ich da? Ein Link zu deinem Video. Ja, du mit deinen Eliten. Ja, du bist ein Toller. Du hast viel zu sagen. Aber Leute, mir scheint, ey, ihr ich weiß nicht, was mit euch los ist. Braucht ihr das? Braucht ihr das? Die Redner, die wandern von einer Demo zur anderen, unabhängig von den Inhalten. Ist euch das mal aufgefallen? Ihr Redner, ihr wandert von einer Demo zum nächsten. Und ich meine, manche Redner von euch, die benutzen auch nur die Demos, um sich selber weiter nach vorne zu bringen. Was ist das für eine Scheiße überall? Die Musiker, ja, ich spreche jetzt echt mal Klartext, die Musiker, die wandern auch von einer Demo zur anderen. Von einer Demo zur anderen, Leute, von einer Demo zur nächsten. Manche von denen haben jetzt auch mit irgendeiner Gesellschaft einen Vertrag, wie sagt man, mit so einem, wie heißt denn das, Plattenvertrag, will ich jetzt nicht sagen, wie heißt denn das hier, die sind unter Vertrag. Kinder, ihr seid Friedensaktivisten, ihr wollt das Maul aufmachen, ihr unterschreibt doch keine Verträge, oder? Ihr seid doch freie Leute. Oh Mann, ey, ich bin echt so enttäuscht und auch wirklich, ihr merkt das auch, wisst ihr? Ja, hier hetzen viele mittlerweile, vor allem die Reichweiten haben, Reichweiten, Leute. Und ihr blöden Egomanen da draußen, ehrlich, macht zusammen, lasst zusammen mal. Ich kann in 6 Stunden, kann ich in Deutschland sein. Ich meine, auf meine Wenigkeit kommt das nicht an. Leute, ich habe eine Einladung zum Okie-Talk-Festival im August. Ich soll dort reden. Leute, mir geht's nicht darum, meine Person nach vorne zu bringen. Klaus, ich weiß nicht, ob ich komme. Echt nicht, ich habe keine Kohle gerade und ich weiß auch gar nicht, ob ich komme. Ich muss dich anschreiben. Ich drücke das die ganze Zeit raus, weil ich wollte eigentlich kommen. Aber wisst ihr was? Ich habe Angst, dass es in meine Person so nach vorne kommt. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Ich will, dass ihr nach vorne kommt. Ich will, dass ihr nach vorne kommt. Ich will, dass ihr euch neben mich in, oder neben mich und neben die anderen nebeneinander hinstellt. Nicht hinter mich oder hinter die anderen. Kommt doch nach vorne, verdammte Scheiße. Bin ich der Einzige, der hier postet? Warum macht ihr alle nicht das Maul auf? Ja, warum macht ihr alle nicht das Maul auf? Ich gehöre zu einer der wenigen, die hier den Mund aufmacht und auch die Wahrheit sagt. Und dieses Video, ich weiß, ich mache mir echt keine Freunde mit diesem Video. Ich mache mir echt keine Freunde damit. Aber Leute, wisst ihr was? Ich bin hier von so vielen schon angegriffen worden. Viele von euch, die reden sogar nett und denken hier drin genau das, was ich sage. Mann, ey, manche haben hier nichts auf der Hose außer Geschlechtskrankheiten und dicke Eier. Ansonsten haben die manchen hier nichts in der Hose. Ehrlich, das ist so. Und manche Frauen wurden hier auch rausgeekelt. Hier sind richtig gute Frauen gewesen. Die sind rausgeekelt worden. Und meine Wenigkeit, ich kann mich, glaube ich, nur noch stabil halten, weil ich im Ausland bin, in der Insel. Und auch genügend Selbstbewusstsein haben. Leute, mir juckt das nicht, wenn ihr mich angreift. Mich juckt es nicht. Ich führe euch hier vor. Jeder weiß das in den ganzen letzten Jahren, wie ich angegriffen wurde. Ego, meine Möpse sind immer noch genauso groß. Ich brauche das nicht. Ich bin jemand. Ich habe Inhalte in mir. Versteht ihr das? Ich definiere mich nicht damit. Wisst ihr das? Ich definiere mich nicht mit dieser Arbeit.
Ich mach das, weil ich nicht will, dass dieses Geld verschwindet. Ich will nicht, dass dieses Papier aus dem Umlauf verschwindet. Ich will diesen Chip nicht eingepflanzt bekommen. Das ist der Grund, warum ich kämpfe. Und ich will auch nicht, dass es bei euch eingepflanzt wird. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Und das ist keine Fantasie. Guckt euch mal den Film an, Baco, das Experiment. Leute, ich habe die letzten Wochen im Fernsehen geguckt, das erste Mal seit Jahren, keine Ahnung. Irgend so ein Stream, illegal natürlich, versteht sich. So, Baco, das Experiment, da wurde in einer Firma, wurde den Mitarbeitern ein Chip eingepflanzt. Kommt euch das nicht bekannt vor? In Schweden. Wie viele Leute sind das? 150 Leute? Hier sind gute Leute, die gerade zuschauen. Mario, hier sind gute Leute, die zuschauen. Verdammte Scheiße, guckt euch das Video nochmal von vorne an. Es geht lange. Leute, ich habe euch echt was Wichtiges zu sagen. Und so wirkliche Egomanen wie, ich wiederhole das nochmal, weil es schalten immer welche nach. Egomanen wie Lars Meerholz, Ove Schattauer, wen haben wir noch hier? Kim Jebsen. Scheiße, wen habe ich denn vergessen? Irgendjemand hat ihn noch gesagt. Diese Leute, ihr habt Reichweite, ihr habt Follower, genauso wie ich. Ich möchte mit allen endlich zusammen. Wir alle warten drauf. Ich wiederhole mich hier ständig. Ne? Wisst ihr, warum ich das mache? Weil das so wichtig ist. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich das wiederhole, umso mehr erreiche ich es. Ich möchte meinen Love Storm weiter nach vorne ran treiben. Wisst ihr warum? Weil diese Sache ist etwas, was kein Aufwand ist. Das kann jeder vom PC aus machen. Und was glaubt ihr? Was glaubt ihr, wenn bei Frau Merkel 3 Millionen fickige Herzen von Love Storm, von uns hängen? Was glaubt ihr, was die Presse macht? Was glaubt ihr? Das ist der Grund, warum ich so kämpfe. Ich kämpfe dafür so sehr. Das können wir in Amerika machen, das können wir in Polen machen. Wir können das überall machen. Wenn wir es schaffen würden, warum helft ihr nicht mit? Es ist doch eine Idee. Die meisten von euch haben doch gar keine Ideen. Es ist doch so, oder? Es ist doch gar keine Idee da. Ihr Frauen, ihr braucht mehr Haare auf den Zähnen. Ja, verdammte Scheiße nochmal. Ich mache nur noch solche Videos, Leute. Ich pisse euch jeden Tag hier an, euch Egomanen. Echt. Ja, Verbindung hakt. Ist so. Musste durch. Kann ich nichts dafür. Verscheißt du nochmal. Ja, und dann hakt's halt. Was soll das? Was soll ich jetzt machen? Hab ich die Macht über die Verbindung oder was? Mann, Leute. Echt, ihr habt die Verantwortung abgegeben an andere. An Leute wie mich, an Leute wie egal wen. Jetzt geht's wieder. Ja, gut, Sandro, prima. Schreibt mir hier nicht, dass es hakt. Ich habe hier nicht den Stöpsel in der Hand. Ich kann nichts machen. Das ist das, was ich meine. Ihr sollt die Verantwortung nicht immer an andere abgeben. Macht euer Maul selber auf. Geht hin zu den Egomanen und sagt ihnen, dass es scheiße ist, was sie machen. Wir haben hier so viel Macht im Netz. Noch. Es hängt nur noch an so einem seidenen Faden. An so einem seidenen Faden, Leute. Ich gehe deswegen live, weil live kann man nicht abschalten. Versteht ihr das? Live kann man nicht zensieren. Live geht nicht, abzuschalten. Alle, die das jetzt sehen, geben das bitte weiter. Schreibt diese Egomanen an. Ich habe mit Ken Jebsen wirklich, ich finde den nett. Ich finde, der sieht sogar richtig klasse aus. Ey, Mann, ey. Ja, der sieht doch gut aus. Aber, weißt du, Ken, du siehst gut aus. Du redest immer schneller und schneller. Warum eigentlich? Weil du willst was erreichen, aber du wirst nichts erreichen. Du wirst auch nichts erreichen. Trotz deiner ganzen Follower. Weißt du warum? Weil das auch nicht von Herzen kommt. Das kommt auch nicht von Herzen von dir. Du redest immer so schnell, dann guckst du auch irgendwo immer in die Luft, wenn du mit den Leuten redest. Guck den Leuten mal in die Augen. Oder wieso kannst du den Leuten nicht in den Augen schauen? Hä? Ist das mal aufgefallen? Du guckst die Leute überhaupt manchmal gar nicht an. Ich stand live. Da warst du in Berlin? Da hast du gesprochen? Ich habe gedacht, boah, was der Mann sagt, ist ja cool. Ah, geil. Erst einmal dich live gesehen. Du guckst überall in die Weltgeschichte. Du guckst überhaupt nicht in die Menschen rein. Guck doch mal in die Menschen rein. Dann klappt das vielleicht auch. Und weißt du was? Wenn du mit dem Schattauer da eine Egomanen-Party feierst, vorm Kanzleramt, und tatsächlich glaubst, dass 30.000 Leute kommen, nur wegen dir, dann muss ich ehrlich sagen, so, jetzt hast du es auch mal gesehen. Nee, ist nicht so einfach. Nicht wir andere sind zu doof. Wir sind nicht zu doof, Demos zu machen. Und der Herr Jebsen, der rockt das mal eben. Nein. Wir müssen zusammenkommen. Zusammen. Trommelt die Leute zusammen. Die Reichweite haben und die da draußen, entschuldigt, viele gucken jetzt zu, Leute, ihr habt keine Likes, ihr habt nix, ihr postet euch da am Kopf und Kragen und denkt, ihr rettet die Welt. Das tut ihr nicht. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet wirklich eure Zeit. Helft uns, helft den wenigen, die hier Reichweite haben. Schließt euch dem, was heißt anschließen, seht zu, dass wir zusammenkommen. Ey Leute, wir können die Welt rocken, ey. Ich bin davon überzeugt. Ich bin so davon überzeugt. Leute, ich fliege sofort nach Deutschland. Sofort. Ich packe meine Sachen. Ich bin in 2 Stunden bin ich am Flughafen. Leute, ich komme sofort.
wenn ihr es hinkriegt. Und wisst ihr was, der Winter kommt wieder und ich weiß nicht, ich meine, für mich ist es keine, ich gestehe lieber minus 10 Grad vor das Kanzleramt. Ich habe es ehrlich gemeint, ich habe meine Kohle investiert, Leute. 1. Oktober, ja, geiler Termin, ich wäre dafür, 1. Oktober. 3. Oktober finde ich geiler, weil es ein Feiertag, Tag der Einheit, wir Einheit finde ich geiler. Ich habe meine erste Demo gemacht am 3. Oktober, die musste ich abgeben an irgendwelche Leute, weil ich nicht kommen konnte. Aber Leute, ich habe es ernst gemeint und jeder, der mich jetzt hier lange genug gesehen hat, der weiß, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe es ehrlich gemeint. Und ich wurde hier von vielen wirklich durch den Kakao gezogen. Und das hat mir echt nichts gemacht. Und manche haben gefragt, ja, wie hältst du das aus? Ja, das interessiert mich einfach nicht. Weil ich weiß, das, was ich mache, ist richtig. Ich habe Selbstwertgefühl. Ich habe Selbstbewusstsein. Und das ist auch nicht übertrieben. Sondern es ist auch, dass ich mich sehr, sehr klar jeden Tag reflektiere. Das ist wichtig. Das hole ich aus dem Buddhismus heraus. Ich bin Anhänger des Buddhismus. Das ist keine Religion, was viele denken. Ich bete auch keinen Buddha an. Ich versuche einfach in mir zu sein. Das ist nicht einfach und ich übe mich da drin. Also beiseite. Aber scheiße, ihr postet jeden Tag. Jeden kotzt es doch an. Ihr postet. Und es ist nicht das erste Video, wo ich das mache. Ne? Das ist nicht das erste Video. Ich habe 6 Wochen Pause gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich verschwende meine Zeit hier. 16 Stunden. Ich verschwende mit euch meine Zeit. Wisst ihr warum? Weil ihr postet und liked und liked und liked. Ich kann mir dafür nichts kaufen. Und es kotzt mich an. Wisst ihr, was mich am meisten ankotzt? Videos, die ich mache, die richtig geil geliked werden. Ich habe Videos gehabt, die sind, was weiß ich, 2000 Mal geliked worden. Die sind, was weiß ich, die sind abgegangen wie Schmitz' Katze. Denkt ihr, dass ich glücklich bin damit? Das Einzige, was mich dabei glücklich macht, ist, dass meine Followerzahl steigt. Weil ich denke, okay, alles klar, jetzt kriegst du mehr Follower. Aber nicht Follower, damit ich mir meine Eier schaukeln kann, Leute. Nein, Follower, damit ich mehr Leute erreiche. Das ist mein Ziel. Das ist der Grund, warum ich eine Show abziehe. Das ist der einzige Grund. Facebook überlisten, Facebook richtig ficken. Und deswegen, guck mal, wie lange ich das Video machen kann. Ist nicht möglich. Ein normales Video geht nicht so lange. Ist doch interessant, oder? Leute, mir geht's richtig gut. Auch ohne euch. Ich vermisse euch. Ich möchte mit euch auf die Straße gehen. Aber ich kann das nicht alleine. Ich habe nicht die Kraft. Ich habe nicht mehr die Kraft. 2015, viele von euch habe ich persönlich kennengelernt. Gott, Leute, war das ein geiles Jahr. Ich habe davon monatelang gezehrt. Meine Arbeit war davon so inspiriert. Ich bin wieder zurückgekommen. Lars Mehrholz kennengelernt. Chris Moch, was für eine Riesenkacke überall. Was für eine Riesenscheiße überall. Ich habe so nette Leute, aber auch Arschlöcher getroffen. Wirkliche Arschlöcher. Aber jeder kann sich ja verändern. Und wisst ihr was? Das war 2015, Uwe Schottauer, du Arschloch. Entschuldigung, das ist nicht nett. Nee, ich sag das jetzt nicht. Ich nehme das zurück. Gut, ich nehme das Wort Arschloch zurück. Du Egomane, ich stand für dich in Strumpfhosen, in deiner scheiß Feuerkreis, in deinem Drecksvideo, ja, wo deine Mädels dir da abgesagt haben. Und dann willst du von mir tatsächlich noch einen Ausweis sehen? Was bist du bloß dumm? Was bist du bloß dumm? Da hat dir ein Vögelchen gezwitschert, dass ich nicht echt bin? Du bist wirklich dumm, ehrlich. Und weißt du, was das dann Ganze noch dümmer macht? Dass du dich mit mir, dass du es nicht für nötig hältst, so ein Arschloch bist. Dass sie wirklich auch alle meine Handschläge, die ich da dir gereicht habe, wirklich, ich habe viele dir gereicht. Und ich habe da auch gar kein Problem. Ich kann jedem meiner Feinde die Hand reichen, jedem. Aber man muss schon auch mal ein bisschen Pfeffer abkönnen, wenn man austeilt, Herr Schottauer. Und Sie sind einer der vielen, vielen Leute, die schön austeilen und nichts einstecken können. Genauso wie Herr Mehrholz das auch gewesen ist. Und kluge Sprüche kriegt man immer wieder. Und viele von uns kotzt das mittlerweile an, wie ihr hier so rüberkommt. Eure Arbeit ist gut, das sagt kein Mensch. Wenn jemand Arbeit macht, Lars Mehrholz hat gar keine Arbeit gemacht mehr zum Schluss. Der hat nämlich arbeiten lassen. Und die Leute, die das gemacht haben eigentlich, da steht noch einer, Martin Klimke, was für eine treue Seele, Mitch Cotton, Leute, ihr habt so viel kaputt gemacht, ihr Egomanen habt viel kaputt gemacht. So, das Video muss mal irgendwann enden, oder? Wollen wir es mal wieder ausreizen? Ich meine, es guckt sich kein Mensch mehr an, oder? Wisst ihr was? Ich habe jetzt heute ein paar Leute hier erreicht, ein paar werden hier auch zugucken, manche ziehen sich das Video nochmal rein, weil, was weiß ich, keine Ahnung. Ich vermisse euch, ich wäre so gern nach Deutschland gekommen, wirklich so gern. Aber letztes Jahr Deutschland hat mir so schlecht getan, wirklich hat mir nicht gut getan. Das lag nicht nur an euch da draußen oder
An manche von euch lag das auch. Ich bin letztes Jahr, obwohl ich von den Mahnwachen angegriffen war, wirklich zu den Mahnwachen wieder hingegangen. Ich bin wirklich nach Berlin gefahren und bin zu den Mahnwachen hingegangen. Das hat mich so viel Kraft gekostet, Leute. Denn wer glaubt, dass ich eine coole Sau bin? Nein, nein, nein. Ich habe sehr, sehr, sehr tiefe Emotionen. Und wenn ich angegriffen werde und ich trotzdem zu meinen, in Anführungsstrichen, Feinden gehe, dann kostet mich das enorme Kraft. Und ich mache das deswegen, weil das der einzige Weg ist, den wir gehen können. Und ich denke, dass der Weg richtig ist. Ich gehe zu meinen Feinden und ich schlage mit jedem, ich schlage jedem wieder in die Hand. Ich habe kein Problem damit. Ich kann das sofort vergessen. Aber wenn es hier Egomanen gibt und Arschlöcher gibt, die einfach die Szene kaputt machen, wirklich wichtige Sachen kaputt machen, dann bin ich jetzt jemand, der das klipp und klar sagt. Ich nehme kein Blatt mehr vom Mund. Ich nehme jetzt auch Namen. Ich haue jetzt wirklich auch Namen raus. Weil viele sagen, nee, das gehört sich nicht. Es tut mir leid. Wir haben keine Zeit mehr, über so eine Scheiße nachzudenken, ob sich etwas gehört oder nicht gehört. Und jeder weiß, dass ich sehr freundlich bin. Aber es muss jetzt echt mal gesagt werden. Nur es läuft die Zeit weg. G20-Gipfel, Hamburg. Ich hoffe, dass ihr so viele seid, die da hinfahrt. Ich wollte erst hinfliegen, aber Leute, seid nicht Sommer. Ich kann jetzt nicht 1.000 Euro dafür ausgeben oder 500 Euro ausgeben. Nur nach Hamburg zu fliegen. Leute, das geht nicht. Ich würde so gerne, ich wäre so gerne da. Und ehrlich, ich wäre so gerne da. Ich bin sehr zerrissen, ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr zerrissen zurzeit. Ich möchte so gerne seriöse Arbeit machen. Ich brauche Geld, Leute. Ich brauche wirklich Geld. Ich habe halt auch Kosten. Es ist so, ich möchte mit dem Geld keine Schuhe kaufen. Ich möchte weitermachen. Ich möchte so gerne mit euch zusammen weitermachen. Oh, ich bin immer sehr nah am Wasser gebaut, es tut mir leid. Es ist einfach so, ich möchte gerne eine Riesendemo mit allen anderen organisieren, vorm Kanzleramt, wirklich vorm Kanzleramt. Egal bei Wind und Wetter, ich bin jemand, ich komme bei minus 20 Grad, für mich geht es um die Sache. Es ist mir egal, ob Ferien sind, mir ist das egal. Leute, ich möchte mit euch, das ist ein großer Wunsch von mir, es ist echt ein großer Wunsch von mir. Und wenn dann so Arschlöcher wie Xavier Naidoo in einem Interview sagen, Leute, ich bin so enttäuscht gewesen. Xavier Naidoo hat doch jetzt, da war doch dieser riesige Tumult mit seiner neuen CD. Und es war ja immer noch diese Demo, es war eigentlich meine Demo, die sich jeder aber eigentlich unter den Nagel gerissen hat und dann sich auf die Fahnen geschrieben hat, wie die Mahnwache. Die Mahnwache hat sich im Grunde meine Demo auf die Fahne geschrieben. Ich bin nicht nachtragend, aber es ist dennoch die Wahrheit und es muss einfach auch immer irgendwo mal klargerückt werden, dass solche Sachen einfach passieren in der Friedensszene. Es gibt Leute, die greifen sich andere Demos unter und die Mahnwache war ein Spezialist dafür. Und ich denke, dass viele Demos auch gesteuert sind und dass viele Menschen unter uns gesteuert sind. Und wir haben uns spalten lassen. Wir haben uns spalten lassen, Leute. Hier sind Leute drin, die spalten uns. Da flüstert so ein Vögelchen dem Schattauer zu. Hey, die Häusmann, das ist eine doofe Kuh, die ist, was weiß ich, keine Ahnung, was ihm erzählt wurde. Er hat gesagt, ihm wurde erzählt, ich bin fake. Obwohl ich vor ihm stand. Owe, ein bisschen musst du doch auch mal nachdenken. Kann doch nicht sein. Und weißt du was, wenn du dir zu schade bist, dich mit mir wieder zu vertragen, ich stehe jederzeit da. Ich habe dich oft genug angeschrieben. Die Tür ist immer offen. Bei mir ist immer die Tür offen. Ihr könnt immer auch mal wieder einsehen. Was ist Carsten Halfter? Danke! Sandra Meyer, Carsten Halfter. Carsten, du weißt, und das wissen manche auch, das kann man jetzt einfach mal offen sagen, Carsten ist jemand, der hat die Demo damals von mir übernommen. Riesen-Hickhack, muss man nicht immer wieder aus den Kamellen rausholen. Carsten, du bist auch abgedriftet. Ich will jetzt nicht sagen, du bist vom System, aber so dein Verhalten in den letzten 3 Jahren, die ich so gesehen habe, die ich auch selber persönlich erlebt habe, Carsten Halfter ist derjenige gewesen, warum ich, als ich am Alex stand, wirklich zur Mahnwache gelaufen bin, weil die haben um 19 Uhr zugemacht oder nee, irgendwas war da, irgendeine Uhrzeit und ich war bis da und da bin ich so, na, bin ich dahin. Ich habe dann damals Bianca Butnick halt gesagt, hier, hol mir mal den Carsten Halfter ran, habe ihn mir umgedreht und dann stand der Herr Halfter vor mir und habe ich gesagt, hier Carsten, ich bin Anja Häusmann. Ja, das Gesicht hättet ihr mal schmal sehen müssen. Carsten, du bist überall dabei. Wie kann das sein? Du bist überall dabei. Dann habe ich erfahren, du hast letztens jemanden sogar eine Reise nach Russland finanziert. Oder mehreren Leuten sogar. Ich habe dich darauf angesprochen. Wie kann das sein? Owe, auch. Ich weiß nicht, wie können manche Sachen sein mittlerweile?
Wie kann das sein? Carsten, ich will nicht sagen, dass ich dich nicht leiden kann. Das kann ich so nicht sagen. Aber es ist natürlich klar. Es gibt Verhalten, die einfach skeptisch machen auch irgendwo. Und dann gibt es Leute, die halten dann andere Leute hoch. Die Masse rennt der Masse hinterher. Das ist das Problem. Ich bin nicht Masse. Ich bin hier nie Masse gewesen. Und deswegen bin ich auch sehr skeptisch und auch sehr ehrlich. Und mittlerweile ist es so, Leute, uns rennt die Zeit weg. Und ich nenne hier Leute jetzt richtig beim Namen. Also nicht alle. Ihr braucht keine Angst haben oder so. Aber Leute, hier gibt es ein paar Leute unter uns, die machen auch viel kaputt. Hier sind Frauen rausgetrieben worden, auch von dir, Carsten. Carsten, du hast Sachen gemacht, die sind scheiße gewesen. Und hier sind noch mehr Leute, Ich empfehle jedem Einzelnen da draußen, der das sieht, der das hört oder wie auch immer. Leute, hört auf andere zu achten. Achtet auch nicht auf mich. Nehmt nicht das, was ich sage. Also das ist der Buddhismus zum Beispiel. Ich meine, wen es interessiert. Ich sage etwas, das muss nicht stimmen. Hinterfragt das. Das, was ich sage, ist nicht Gesetz. Ich rede auch manchmal dummes Zeug. Leute, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist einfach so. Ich kann nur von dem Stand, Bildungsstand, von dem Stand, von meinem Wissens, von meinem Geistes, von meinem Herzensstand, dieses jetzt reden. Dieser Moment. Und es liegt mir sehr am Herzen. Ihr wisst das. Ich kämpfe hier wirklich so viel. Und ich möchte so gerne mit euch auf der Straße stehen. Mit allen. Echt mit allen. Ich möchte mit Ove, mit Lars, mit egal mit wem. Ich möchte mit euch allen auf der Straße stehen. Und dafür habe ich immer gekämpft. Und dafür kämpfe ich noch weiter. Aber Leute, bei mir wird's dünn. Ich brauche Geld. Das sage ich ganz ehrlich. Das erste Mal, dass ich das wirklich tatsächlich sage. Ich habe es versucht, elegant zu lösen. Ganz elegant mit einem Spendenbutton, mit Herzchen. Und wisst ihr was? Ich mache ernsthafte Arbeit. Das sieht so kitschig aus mit den Herzen. Wisst ihr was? Wir haben viel erreicht mit den Herzen. Sehr viel erreicht. Und wir haben viele Menschen aufgeweckt. Und Mensch, scheiße. Klebt euch die Aufkleber aufs Auto. Kauft euch ein T-Shirt. Keine Ahnung. Sagt mir an, ja, das ist zu teuer. Ich versuche einen Weg zu finden. Ich muss im Dreierpaket arbeiten, weil es lohnt sich nicht, das Porto zu verschicken. Leute, ihr versucht mich zu unterstützen. Ich versuche alles auf die Beine zu stellen. Ich möchte, dass die Herzen um die Welt fliegen. Ehrlich, ohne Scheiß. Gebt uns eine Chance. Gebt uns allen endlich mal eine Chance. Und ich erwarte nicht, dass jeder meine Herzen... aber es ist doch eine Chance wenigstens. Auch die Egomanen da draußen. Mann, es ist doch wenigstens eine Chance. Und es nützt doch sonst... Wisst ihr, es ist was Nachhaltiges. Das Netz ist geflutet. Gebt mal Lovestorm ein. Gebt mal bitte Lovestorm ein bei Google und schaut euch mal die Bilder an. Ich flute das Netz. Ich enter einfach das Netz. Mehr mache ich nicht damit. Na, besser gesagt, doch, ich mache mehr damit. Aber es kommt auf die Masse an. Wenn wir mit unseren Lovestorms die Briefkästen lahmlegen. Mit unseren Flashmobs. Leute, das bringt was. Leute, ich glaube da so fest dran. Wisst ihr, wir haben auf Barack Obamas Seite so viel gegen TTIP gemacht. Wir waren auf so vielen Politikerseiten. Leute, das sehen die anderen Leute. Und die sagen sich, ach guck mal, in Deutschland, die sind ja doch nicht so doof, die Deutschen. Die Deutschen sind ja doch geil. Wir dachten schon, die Deutschen sind so dämlich, dass sie es nicht mehr blicken. Guck mal, da scheinen ja doch welche zu sein, die gut sind. Wisst ihr was, da draußen in Amerika, da kämpfen Leute jeden Tag. Überall auf der Welt kämpfen Leute jeden Tag. Ich gehöre zu den Leuten, die auch kämpfen. Ich möchte länderübergreifend kämpfen. Ich wünschte mir ein paar Leute. Einer, der das in Polen macht. Einer, der das in der Ukraine macht. Einer, der das da macht. Ich komme zu nichts. Weil ich Hilfe brauche. Ich brauche Hilfe, um diese Lovestorm-Aktion um die Welt zu schicken. Mit euch. Ich werde niemals sagen, ich sage immer wir. Viele von euch, ich weiß nicht... Ich sage wir. Können wir nicht einfach endlich mal dieses Wir hinkriegen? Ich will nicht ständig diese Videos machen, wo ich hier rumflenne, ey. Es ist mir wirklich wichtig. Und wisst ihr, wenn ihr denkt, ich lebe außerhalb von Deutschland, es ist hier nicht anders. Hier leiden auch viele Menschen. Viele Menschen leiden unter dem Kapitalismus. Viele Menschen leiden überall. Und wisst ihr... Uns wird der Strick um den Hals gelegt. Das Bargeld. Leute, ich zitter wirklich. Es ist wirklich ganz wichtig. Wer das jetzt hier sieht, bitte meldet euch erstmal. Ich weiß, das ist Eigenwerbung. Ich kann es nicht anders sagen. Meldet euch bitte bei uns im Chat an. www.lovestorm-people. Oh Gott, ich bin jetzt nervös. www.lovestorm-people.com. Geht dort rein. Macht mal ein bisschen aktiv mit da.
Ich versuche erstmal, dass wir aus Facebook rauskommen. Wir haben einen Chat, der ist extrem Facebook-ähnlich. Das wurde von ganz vielen auch schon gelobt. Ihr müsst Action machen. Ich kann da nicht Action machen. Ich bin kein Entertainer. Leute, ihr müsst die Verantwortung von mir abnehmen. Ich kann Leute aufwecken. Ich bin der Aufwecker. Ich bin echt der Weckdienst. Das ist mir egal. Ich bin die Animateuse. Ich mache ja alles. Ich mache wirklich alles. Aber wisst ihr, ich habe hier diesen Chat programmiert. Ich habe das wirklich programmiert. Ich sitze hier, ich arbeite in Datenbanken. Ich habe viel gelernt, aber ich habe viel Zeit verschwendet. Viel Zeit. Und ihr müsst mir mal helfen. Da draußen sind Leute. Postet doch auch unter dem... Teilt doch auch dieses Video. Teilt dieses Video. Es ist zu lang, ich weiß. Es ist zu lang. Ich werde demnächst kürzere Videos machen. Leute, ich habe was zu sagen. Menschen, die was zu sagen haben, die reden halt. Ne? Und wer damit überfordert ist, viele sind ja echt überfordert mittlerweile mit 3 Minuten. Ja, mir wird das gesagt, Anja, deine Videos sind zu lang. Und dann denke ich so, wieso denn? Wird doch geguckt. Nein, meine Klientel, ich habe wirklich tolle Leute hier. Es sind tolle Leute unter euch. Es sind aber auch Idioten unter euch. Es sind wirklich Idioten unter euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, kriegt ohne euer eigenes Leben erstmal auf die Reihe, bevor ihr auch Leute wie mich kritisiert. Denn ich habe mein Leben ziemlich gut im Griff. Ich habe mein Ego ziemlich gut im Griff. Denn ich habe kein Ego mehr. Ich habe kein Ego. Ehrlich, ohne Scheiß, ich verkaufe mich auch gerne unter Wert. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ehrlich, ich habe da kein Problem mit. Ich lasse mich von... Jeder weiß, dass der mich kennt. Der weiß, dass ich hier einiges eingesteckt habe. Und ich bin bereit, alles einzustecken. Das ist kein Problem. Aber wisst ihr was? Ihr schwächt euch selber, wenn ihr mich angreift. Weil letztendlich gebe ich Kraft rein. Und ich habe verdammt viel Power. Leute, ich habe verdammt viel Power. Ich möchte das so gerne reinstecken. Ich möchte Ken, Uwe, Lars... Scheiße, all die anderen da draußen. Leute, ich habe Power, ich kann das einsetzen. Ich habe Power, ich habe Lust mit euch, das zu machen. Ich möchte mich mit euch vors Kanzleramt stellen. Verfickte Scheiße, alle die zuschauen, seht zu, dass wir an den Start kommen. Ich kann immer nur Videos machen und die gehen unter. Ihr seid es. Ihr müsst jetzt sagen, Uwe, komm, Lars, komm, dies, was, ich kann nichts mehr machen. Ihr habt mich dazu verdonnert, ein Egomane oder wie sagt man dazu, ein Einzelgänger hier zu sein. Ich bin ein Einzelgänger. Bandbreite. Soll ich ganz ehrlich was sagen? Nee, bei Bandbreite konnte ich nicht sprechen. Marcel, ich habe Marcel gesagt, du, darf ich hier auch mal was am Mikro sagen? Marcel hat zu mir gesagt, was willst du denn sagen? Hat mich gefragt, was willst du denn sagen? Ich weiß nicht, ob er Herrn Lars Meerholz auch gefragt hätte. Hätte er ihn auch gefragt? Lars, was willst du sprechen? Nein, es ist ein eingeschworener Clan. Da kommt keiner rein. Das ist wie in der Politik, Leute. Wenn ihr denkt, dass die Friedensarbeit solidarisch ist oder so. Nein, das ist sie nicht. Das ist wie in der Politik. Mir hat jemand geschrieben, Anja, wenn du uns unterstützt, unterstützen wir dich auch. Ja, Leute, so läuft das hier. Eingeschenkt TV wollte ein Interview über mich bringen. Haben wir schon alles im Kasten gehabt. Wisst ihr, warum die das nicht gemacht haben? Weil ich einen Post gemacht habe über die Haferbeck. Peter Damm, ich grüße dich, ich finde dich total nett. Du bist einer der wenigen, die wirklich, du machst zwar auch nicht viel, aber bist immer da. Finde ich nett, Peter. So, nochmal zurück, um diese Politik in der Friedensarbeit mal zu sehen. Leute, das ist Politik hier. Das ist Politik, verfickte Politik. Wir werden ausgegrenzt. Frauen werden ausgegrenzt auch. Es ist so, ich wurde ganz oft ausgegrenzt und ich werde auch nicht für voll genommen teilweise, obwohl ich sehr gute Arbeit leiste bei manchen. Und es gibt Leute in der Friedensszene, die wirklich von mir auch nichts halten. Und das ist überhaupt gar kein Problem grundsätzlich. Aber was ich diesen Leuten wirklich immer wieder zum Vorwurf mache, ist einfach, es sind oft Leute, die hier nichts auf die Reihe kriegen. Und Leute wie ich habe sehr viel Reichweite bekommen durch meine Arbeit. Das ist mir nicht entstanden, weil ich irgendwie nichts geleistet hätte. Und ich finde irgendwo, dass es würdig wäre, Menschen, die was leisten, zu unterstützen. Ob man die jetzt nett findet, ob man die Nase gut findet, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber letztendlich ist es doch so. Ich bringe das nochmal auf den Punkt. Wenn dieses Papier verschwindet, sind wir alle im Arsch. Und sollte es euch da draußen nicht egal sein, ob meine Nase so aussieht oder so? Wir haben einfach, also ich meine das wirklich von Herzen und jeder, der mich lange kennt, ich mache 3 Jahre jetzt hier, bin hier reingeschlittert, ich mache das gerne, ich mache das vor allen Dingen von Herzen und ich bin bereit, mich mit jedem auf die Straße zu stellen. Ich wiederhole mich und ich kann mich nur wiederholen. Ich danke für alle Herzen, die hier fliegen. Ich bedanke mich so herzlich bei euch. Ihr müsst nur endlich mal verstehen, dass all eure Herzen, all eure Likes, all eure Sachen, egal was ihr drückt an eurem Telefon,
an euren PCs verschwendete Zeit ist. Es ist verschwendete Zeit. Holt die Leute zusammen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich sag's ganz ehrlich, ich brauche Geld. Es ist so. Es ist so. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld, um meine Arbeit zu machen. Ich habe Serverkosten. Ich habe für uns. Für uns. Wir haben ein eigenes Social Networking, das aussieht wie Facebook. Mehr oder weniger. Ich wollte es euch leicht machen. Ich wollte es euch leicht machen. Ich designe, da gibt es noch andere Networks, die designen da die tollsten Ideen. Nein, ich habe es so gelassen. Ich habe es ganz einfach gemacht. Also es ist sehr kompliziert natürlich, aber einfach. Ihr habt also den gleichen Daumen. Ihr habt Leute, ihr könnt sogar skypen über unser Network. Ihr könnt sogar skypen. Ich kann das noch nicht anschließen, weil ich keine Kohle habe. Ich muss das bezahlen. Da muss man Kontingente kaufen. Man muss Zeit kaufen. Man muss da was kaufen halt. Und dann könnt ihr auch skypen über uns. Ich habe wirklich gute Arbeit geleistet. Und ich stelle mich auch nicht unter irgendetwas. Ich habe hier mehr Arbeit geleistet als viele, viele andere auch. Und ich bitte herzlichst um Unterstützung. Weil ich sonst aufhören muss. Ich muss einfach aufhören. Und wenn Kräfte wie ich aufhören müssen, dann ziehen wir noch mehr weg. Wir ziehen weg. Ich gehöre zu den Entertainerinnen hier. Es gibt Leute, es sind so viele, die jetzt dieses lange Video zuschauen. Das können nicht viele. Das schaffen nicht viele. Warum? Weil ihr keine Reichweite habt. Diese Reichweite habe ich mir hart, hart aufgebaut. Denn es ist mit Strategie hier alles aufgebaut. Leute, ich mache immer einen auf Hippie hier. Ich bin kein Hippie. Ich mache das hier wirklich sehr, sehr ernsthaft und mit wirklich einer absoluten Logik hinter. Ich bin hart, ich bin streitbar, ich polarisiere und ich habe einen eigenen Kopf. Und keiner kann mir das vorwerfen. Und wenn ich keinen Erfolg hätte, dann würde ich sagen, ja, dann lasse ich mir gerne von euch reinreden oder von anderen viele reinreden. Aber es gibt viele, die wollen mir helfen, aber im Endeffekt wollen sie sich nur auf meinen Rücken setzen und mit meiner Reichweite surfen und ihre eigene Reichweite nach vorne bringen. Und das rieche ich sehr schnell. Ich habe wie gesagt, ich bin hochsensibel. Ich fühle das sofort. Ich kriege das sehr schnell mit, ob jemand ernsthaft helfen will. Ich hatte jemanden, den Thomas Hemmerle, der hatte mir sehr geholfen. Komischer Kauz, wie viele hier bei uns in der Szene. Aber er war der Einzige, wirklich, der mich unterstützt hat. Ich wünschte, er käme zurück. Aber wir haben uns auch auseinander dividiert, weil er gesagt hat, du machst das nicht richtig. Ja, wie mache ich es denn richtig? Ich kann nicht mehr. Ich kann nur so, wie ich es machen kann. Ich habe ein Social Networking aufgemacht. Er hat gesagt, ich soll dafür Geld verlangen. Ich habe gesagt, ich verlange dafür kein Geld. Ich habe gesagt, ja, wie willst du es finanzieren? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Leute, ich weiß nicht, wie ich es finanziere. Ich wollte euch das umsonst machen. Und viele von euch wissen gar nicht, was hier im Hintergrund läuft. Ich mache euch das umsonst. Aber es geht natürlich auch nicht umsonst. Ne? Wisst ihr, weil, aber ich wollte von euch kein Geld verlangen. Ich bitte euch inständig, meine Arbeit zu unterstützen. Ich kann euch wirklich richtig gute Sachen bringen. Dieser Love Storm hat Aussicht auf Erfolg, weil er länderübergreifend ist, in viele Sprachen übersetzt werden kann. Die Menschen können jetzt ihre eigenen Love Storm Herzen direkt auf dem PC designen. Ihr könnt das richtig dort machen. Das war eine Mordsache von über einem Jahr. Ich habe so viel hart daran gearbeitet, dass ihr eigenen Herzen gestalten könnt. Ihr könnt sie euch runterladen oder ihr könnt an einer Tombola teilnehmen. Natürlich will ich euch entertainen. Ihr könnt an einer Tombola teilnehmen. Manche haben ja von euch gesagt, oh, du nimmst ja 2 Euro dafür. Ich erkläre euch das mal. Ihr könnt das Herz umsonst zu euch runterladen auf dem PC oder ihr könnt das Herz für 2 Euro auf dem Server hochladen. Jeder kann das voten und für die 2 Euro, die sammle ich deswegen zusammen, damit ich den Preis bezahlen kann, den derjenige dann bekommt, der am Monatsende gewonnen hat. Mein Wunsch ist es, dass ihr Herzen kreiert, Protestherzen, respektvolle Protestherzen. Ihr ladet die hoch, das kostet 2 Euro und ihr kriegt dafür euer T-Shirt mit eurem Herz. Das ist der Hintergrund der Sache. Leute, ich will ja an euch nicht die Taschen voll machen, verdammte Scheiße nochmal. Ich will mich nicht an euch bereichern, aber ich muss mich finanzieren. Ich muss mich finanzieren einfach. Meine Arbeit ist gut. Ich würde so gerne so viel noch mehr machen. Ich habe so viele Pläne. Ich bin von euch abhängig. Und wenn ihr meine Arbeit gut findet, dann wünschte ich mir auch mal so viel Solidarität. Nicht nur für Leute, die schwarz fahren. Ja, für Leute, die schwarz fahren und ins Gefängnis kommen. Ben, ich mag dich, aber hast Scheiße gebaut. Aber nochmal, ich wünschte mir auch Solidarität von den Gleichgesinnten, die mich unterstützen.
Ich möchte jetzt hier nicht PayPal sagen und so. Ihr findet alles auf der Webseite. Und wer tatsächlich mich unterstützen will, der wird auch einen Weg finden und wird nicht immer als Ausrede finden, du hast keinen Link gepostet. Ich poste keinen Link. Wer den Weg findet, der postet, der hilft einfach mit. Helft einfach mit. Diese Herzen haben eine Aussicht, zumindest auf Erfolg. Wir haben die Bilderberg-Demo letztes Jahr über Lovestorm laufen lassen. Leute, ich kann Demos darunter machen. Wir sind nicht als Rechte verschrien. Wir haben Erfolg. Ich will ja nicht, dass Herr Jepsen unter Lovestorm läuft. Das ist doch Quatsch. Das darf man doch nicht vergessen. Diese Egomanen und Menschen, die... Chris LaLuna, ich freue mich über dich. Schön, dass du da bist. Du musst es leider von vorne nochmal ansehen, das Video. Ich habe viel gesagt und ich komme jetzt auch bald zum Ende. Es kommen immer so nette Leute noch dazu, da möchte man... Also, es ist doch so, Leute, ihr müsst mal auch einmal klar erkennen, Ken Jebsen, Uwe Schattauer, Lars Meerholz, das sind alles Leute, die laufen natürlich nicht unter einer anderen Flagge. Ist logisch, ich auch nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe nur noch mit meinem Namen, mit meinem Lovestorm da. Ich bin ganz ehrlich, denn das ist einfach etwas, wo ich auch wirklich... hinterstehe. Es ist so, ich werde mich niemals Leuten wie Ken Jebsen anschließen. Das kann ich nicht. Dafür bin ich ein eigener Geist. Ich habe Inhalte in mir. Versteht ihr? Und auch ein Herr Jebsen wird sich nicht Leuten wie mir anschließen. Aber es ist einfach so, diese Menschen müssen miteinander jetzt zusammenkommen. Wir müssen zusammenkommen. Ich bin nicht schüchtern. Ich soll die PayPal-Adresse angeben. Ja, scheiße, die kenne ich jetzt gerade noch nicht mal. Fuck ey, was ist meine PayPal? Ach so, doch, Entschuldigung. Info, also die PayPal-Adresse, gut, ich sag sie. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund davon, aber gut, ich mach das jetzt. info@lovestorm-people.com. Das ist unsere PayPal-Spendenadresse. Spenden ist halt, ich bezahle damit den Server und solche Dinge. Leute, bitte guckt euch das Video nochmal an. Es ist so wahnsinnig wichtig, was ich diesmal gesagt habe, was ich sage. Nochmal, ich wünsche mir eine Demo, die unter einem Motto läuft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich brauche ja keinen Namen. Also, wisst ihr was? Ich komme mit Lovestorm, Ken Jebsen kommt mit KenFM, Uwe Schattauer kommt mit seinem Droschba, wen haben wir noch? Lars Meerholz kommt mit seiner Mahnwache oder dem letzten Rest, der leider nur noch übrig geblieben ist. Aber kommt doch, Lars, du hast nie jemanden anders unterstützt, wirklich. Nie hast du jemanden anders unterstützt. Komm du doch mal zu den anderen, komm doch mal mit. Wir brauchen Leute wie dich. Danke, danke für Spende, danke für Spende. Leute, ich will hier nicht betteln, ich will nicht betteln. Ich werde jetzt aber in allen meinen Videos, die ich jetzt demnächst mache, ich werde Vollgas geben und ich werde das immer dazu sagen. Ich werde das dazu sagen, ich bin ganz ehrlich jetzt. Es ist so, ich kann meine Arbeit nicht weitermachen und ich finde, der Lovestorm ist es wert. Der Lovestorm hat Aussicht auf Erfolg, länderübergreifend, in vielen Sprachen. Die Webseite habe ich extra in allen Sprachen der Welt gemacht. Jeder kann die Seite abrufen. Leute, ich habe mir so den Arsch aufgerissen. Ich, Programmierer, kommt doch bitte. Ich habe so schlechte Erfahrungen. Mir hat jemand die Domain wegnehmen wollen. Leute, ich habe hier gekämpft. Besser gesagt, nein, kommt nicht mehr. Kommt von Facebook nicht mehr. Weil alle Leute, die von Facebook gekommen sind und mir beim Programmieren geholfen haben, haben mich zerstört, haben meine Arbeit zerstört. Ich habe sehr, sehr, sehr harte Arbeit geleistet und musste ganz oft wieder von vorne anfangen. Entschuldigung. Ach, so, ich wünsche mir, dass wir zusammenkommen. Wir stellen uns zusammen hin. Ich brauche nur ein Datum, Leute. Ich sage 3. Oktober. 3. Oktober ist ein geiles Datum. 3. Oktober. Leute, 3. Oktober. Kriegen wir es hin? 3. Oktober, Kanzleramt? Boah, ich würde so gerne... Sandro, du bist ein ganz netter Mensch. Ich bettel nicht. Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt sehr ehrlich. Wisst ihr, warum ich sehr ehrlich bin? Weil wir sitzen alle, wir gehen alle kaputt. Wisst ihr was? Wenn vom Kanzleramt, wenn wir es schaffen, vom Kanzleramt uns hinzustellen, nur uns, nicht die Leute, die die Bildzeitung lesen, nicht die Leute, die RTL lesen, wenn wir es schaffen, uns da hinzustellen. Nur wir hier intern, aus dieser Echoblase. Leute, dann haben wir das erreicht, was wir alle erreichen wollen. Was Herr Jepsen erreichen will, was ich erreichen will, was Herr Schattauer erreichen will, was Herr Meerholz erreichen will. Wir haben alles erreicht. Wenn wir es schaffen, uns alleine auf die Straße zu stellen, dann haben wir es geschafft. Jetzt kommen wieder so Leute, nicht Berlin, da und da, doch Berlin. Berlin Kanzleramt, es gibt keine andere Stelle, wo wir uns hinstellen können. Und es muss auch jedem Einzelnen mal da draußen langsam einleuchten, dass das Kanzleramt unsere Adresse ist.
Und ich bin bereit, jeden Tag dorthin mich hinzustellen, auch alleine. Ich habe dieses Jahr überlegt, ob ich alleine mich hinstelle. Leute, aber ich stand alleine auf dem Alex. Und wer sich alleine schon mal hingestellt hat, der weiß, es bringt halt auch nichts. Und ich kann die Kohle nicht mehr ausgeben. Ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld, um meine Arbeit weiterzumachen. Meine Ziele sind klar. Jeder, der mich hier kennt, meine Ziele sind klar. Ich arbeite sich richtig hart. Ich wünschte mir ein Team. Leute, hör zu, wenn wir hier schon rumbettel oder so, wenn ich schon die Wahrheit sage. Ich wünschte mir ein Team. 5 Leute. Ein kreatives Team. Ein Team, was hier oben Mainstreaming macht. Ich habe ein paar Leute, die posten mit. Gysi. Gysi ist diejenige, die mich am Flughafen erkannt hat. Gysi Müllert. Ich grüße dich. Die hat mich am Flughafen erkannt. Ich war total besoffen im Flieger, weil ich Flugangst habe. Leute, ich habe Flugangst. Ich bin zu euch nach Deutschland jedes Mal gereist mit einer enormen Flugangst. Wisst ihr was? Ich komme jedes Mal völlig breit von diesem billigen scheiß Rotwein, komme ich aus dem Flieger raus, dann steht da einer in der Gangway und sagt so, das glaube ich ja nicht. Die Anja? Ich gucke die an, völlig Augen auf 8:30, weil ich total breit war und froh war, diesen Drecksflug endlich hinter mir zu haben. Da treffe ich eine von euch von Facebook. Hey, geil. Ja, ist schön. Ich freue mich. Also muss doch meine Arbeit, ihr müsst doch mal verstehen, meine Arbeit bringt doch etwas. Es geht doch nach draußen. Ich mache das nicht für mich. Ich mache das nicht für mein Ego. Ich möchte nicht berühmt werden. Ich schwöre euch das. Das weiß jeder, hoffentlich. Ich will nicht berühmt werden. Ich möchte etwas erreichen. Und ich bitte aufrichtig um Unterstützung für uns. Weil das, was ich mache, mache ich für uns. Für dich da draußen auch. Und ich bin nicht so professionell wie ein Ken Jebsen. Ich kann das alles nicht so. Ich habe kein Studio hinter mir. Das ist meine Wohnzimmerwand. Versteht ihr? Es ist, ich ziehe jetzt auch um. Ich muss halt auch. Ich habe ein normales Leben. Ich wünsche mir, das professioneller zu machen. Ich habe Leute, die ich interviewen kann. Ich wollte hier einen Straßenarbeiter interviewen. Ich habe mich mal mit einem unterhalten. Ich habe ein Mikrofon gekauft. Ich habe Fantasien. Ich habe wirklich tolle Sachen, die wir machen können. Wisst ihr, aber der Love Storm zum Beispiel G20 ist einfach wichtig. Nächstes Wochenende. Helft mir mit, dass es das wird. Wisst ihr was? Ich habe den sogar beworben. Ich muss jedes meiner Herzen bewerben auf Love Storm People. Das hat mich zum Schluss sehr viel Geld gekostet. Ich habe das gerne ausgegeben. Oh Gott, seid ihr noch da? Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Also passt auf, wir müssen das jetzt kurz machen. Wahrscheinlich klingelt jetzt gleich wieder durch. Wisst ihr was? Nochmal, Love Storm, bitte denkt doch mal einfach logisch drüber nach, nur mal logisch. Wir haben doch nicht viele Werkzeuge in der Hand, außer Leute, die hier dumm rumfaseln auf Facebook. Ich habe ein Werkzeug in der Hand. Ey Leute, ich habe mein eigenes Social Networking aufgemacht. Entschuldigung, ey, das ist schon mal ziemlich fett. Kommt raus, lasst uns da, macht da ein bisschen Action. Ihr könnt wirklich rausgehen. Ihr könnt, lasst Facebook an, parallel. Ich habe es geschafft, dass wir, passt auf, hört zu, das ist wichtig. Ich habe es geschafft, dass ihr von diesem Networking bei uns, bei Lost on People, in dem Networking könnt ihr einen Post machen und könnt ihn danach bei Facebook teilen, bei Volker teilen, bei Twitter teilen, bei Google Plus teilen. Scheiße, ich glaube, das war's. Irgendwie so. Das Wichtigste ist aber, was ich sagen will. Macht Facebook an, parallel lasst ihr den Love Storm laufen. Natürlich ist dieser Social Chat noch nicht so aktiv wie in Facebook, aber das liegt doch nicht an mir. Es liegt doch nicht an mir. Ich habe doch alles getan. Ich habe alles getan. Ich habe Nächte durchprogrammiert. Nächte durchprogrammiert. Wirklich Nächte. Nächte. Und wisst ihr was? Es steht, es ist da. Ihr seid es, ihr seid es. Wenn ihr jetzt rausgeht und da auch postet, dann haben wir eine Chance zu überleben. Wir können uns dort verabreden. Niemand zensiert uns da. Das ist unser, aber das ist meine Arbeit, das ist mein Server. Das ist echt, ich bin echt, versteht ihr? Hinter mir steht nicht irgendjemand. Wisst ihr, jemand ist auf mich zugekommen, das will ich noch schnell erzählen. Das letzte Video. Ich habe ein mega Video gemacht, das ist echt volle Lotte abgegangen. Ich weiß nicht, schon ein bisschen her. Auf einmal habe ich Leute gehabt, die mich angeschrieben haben, aus Russland nahe Menschen, die mir die Webseite umsonst machen wollten. Umsonst, die wollten mir die machen. Ich hang so in der Scheiße damals. Ich habe gedacht, boah, ist ja geil, die helfen mir. Aber denkt ihr eigentlich, ich bin doof? Ich bin die Einzige hier, ich beschwöre euch, ich bin die Einzige hier im Netz, die wirklich unabhängig arbeitet. Nicht ganz freiwillig, weil ich so ausgegrenzt wurde. Aber wisst ihr was? Ich sehe es als Vorteil, als super Vorteil. Ich bin unkäuflich. Ich habe diesen Menschen abgelehnt. Ich habe gedacht, Moment mal, jemand will dir freiwillig helfen, da lässt du mal die Finger von. Nein, das mache ich nicht mehr, wisst ihr was? Aber bitte, wenn ihr mir Geld spendet, dann kann ich vielleicht, weiß ich auch nicht, mir einen Programmierer, ich bezahle einen Programmierer zurzeit. Versteht ihr das? Aus eigener Tasche. Ich mache das gerne, ich habe Sachen verkauft, ich mache das gerne, aber Leute, ich bin am Limit. Ehrlich, ohne Scheiß.
Boah, ich mag euch echt total gerne. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in Berlin vom Kanzleramt stehen. Alle zusammen. Und ich will da auch den Markus Mägel. Markus Mägel, auch jemand, hat mich sehr unterstützt bei der Bilderberg-Demo. Chris auch. Wisst ihr was, ich habe so nette Leute um mich rum. Habt ihr nicht selber auch mal Bock, dass wir nebeneinander stehen? Ich will eine fette Party. Ich will keine Redner haben. Ich will keine Musiker haben. Musiker, die kommen, die kommen. Ich will keine Bühne haben. Verfickte Scheiße, ich brauche nur eine Leiter. Leute, ihr seid so kompliziert mittlerweile. Wenn eine Demo gemacht wird, dann fragen die Ersten, haben wir Technik? Haben wir Technik? Verdammte Scheiße, ich scheiß auf Technik. Ich will keine Technik. Wir gehen dahin. Einfach, wir gehen dahin. Versteht ihr? Ein Herr Jepsen, wir brauchen keine scheiß Technik ewig. Wir brauchen keine Musiker. Wenn ihr kommt, Musiker, kommt Musiker. Kommt Leute, kommt alle. Wir stellen uns hin, wir gucken mal, wir machen Improvisionstheater. Versteht ihr das? Wir organisieren mal nichts. Wisst ihr was? Vor hunderten, vor Jahren sind die Leute mit Knüppeln einfach auf die Straße gegangen. Die sind mit Knüppeln auf die Straße gegangen. Denen war es zu viel. Dann sind die aus dem Haus gegangen, haben sich versammelt, haben sich zusammengerottet, würde Deutschland mittlerweile sagen, die Politik. Und sind gegangen zum Politik, zum was weiß ich da, keine Ahnung. Ich will zum Kanzleramt gehen. Ohne Knüppeln natürlich, versteht sich, ist doch klar. Leute, was wollt ihr? Demos? Dann macht mal wieder Demos. Lernt mal wieder Demos. Ich scheiße auf eure ganzen scheiß Peace-Festivals. Die kotzen mich echt nur noch an. Die kosten viel Arbeit. Steckt doch mal diese Arbeit in Demos rein. Wir haben nächsten Monat wieder ein Truth Camp. Ja, toll. Ist prima. Ist ganz prima. Ich mag die Menschen, die da hingehen. Ist nicht die Frage. Aber warum steckt ihr keine Energie in Demos rein? Wenn ich höre, ja, wir müssen groß planen und dies und das. Ja, scheiße. Warum plant ihr nicht mal eine Demo? Warum plant ihr nicht eine Demo, ihr Friedensleute da draußen? Hallo? Entschuldigung. Das Telefon klingelt. Ich weiß immer nicht, was dann passiert. Leute, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Verdammte Scheiße, ich hab Bock auf eine riesen friedliche Demo. Ich grenze mich zu allem ab. Ich bin nicht rechts, ich bin nicht... Ich bin Anja. Ich bin ehrlich, ich möchte mit jedem. Ich bin gegen diese Politik. Für jeden Menschen auf diesem Planeten, unabhängig von Religion, von Hautfarbe, von Rasse. Ich bin gegen Vorurteile.